Ja, wir sind zurück und wie wir euch versprochen haben, gibt es ein Zuckerle, eine Überraschung. Und zwar sind wir dieses Mal für die Gala gerüstet und zwar nicht nur allein. Alle haben sich in Schale geschmissen. Olaf, Schlangenanzug, check. Aber hallo. Mir ist tatsächlich von der Freundin von meinem Kind eine Fliege aus... aus Papier gefasst worden. Kein Scherz. Die habe ich jetzt hier dran. Aber wir sind nicht alleine. Wir haben uns Gäste eingeladen. Und zwar zwei bekannte Gesichter und ein neueres Gesicht, das man, glaube ich, aber auch kennen könnte, wenn man ein Hörz für Hörspiel-Podcast übrig hat. Und zwar also einmal, ich mach's alphabetisch, kriege ich nicht hin. Der Markus ist da. Hallo Markus. Guten Tag. Ich bin zur Feier des Tages komplett in Latex eingegossen. Sexy. Ja. Dann ist der Daniel auch dabei. Hallo Daniel. Hallo, ich trage Jogginghose. Aber vielleicht, damit kann man ja heutzutage auch auf Galaabende gehen. Hat man schon gesehen, oft auch. Da muss ich immer an Karl Lagerfeld denken. Ja, der in Jogginghose läuft, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, oder wie war das? Richtig. Ja, ich glaub, so war's, ja. Ja, ist gut, dass du bekannte Gesichter in einen Podcast eingeladen hast. Schaut alle her. Sag mal, du hast so ein Radiogesicht. Ja. Danke. Ja, und noch jemand haben wir eingeladen, und zwar den Thomas Kirsche. Hallo Thomas. Hallo, ich bin im Schlafanzug, weil ich werde danach gleich ins Bett gehen, weil ich bin jetzt schon müde. Aber ich freue mich trotzdem dabei zu sein. Du machst Bubu, das ist so schön. Ja. Und dich kennt man vor allem, glaube ich, also im Hörspielbereich als den Hörspielkritiker. Ja, da mache ich erst seit Oktober einen Podcast, genau, zum Hörspielkritiker. Und tatsächlich war mein Einstieg das Gräuel, meine erste Kritik, die ich da formuliert habe. Das passt ja ganz hervorragend. Wir haben uns nämlich gedacht, dass unsere Gäste, nachdem wir unseren Sermon schon von uns gegeben haben, wir haben unsere Gäste gebeten, sich selber die Top 3 aus 2022 zurechtzulegen und die uns doch zu sagen und vielleicht so ein, zwei Sätze dazu zu sagen, warum denn gerade diese Top 3? So, ich frage in die Runde, wer hat Lust, seine Top 3 zu präsentieren? Ich fange an. Thomas. Okay, Thomas. Fange ich gleich an. Also, meinen dritter Platz für 2022, obwohl es schon jetzt 2023 rauskam, ist Mia Insomnia. Und das hat einen ganz einfachen Grund, denn diese Hörspielkritik, die ich dazu gebracht habe, hat tatsächlich die meisten Klicks und die läuft immer noch super gut. Und ich bin dieser Hörspielreihe sehr, sehr dankbar für die vielen, vielen Klicks, die sie mir beschert hat. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich wissen, dass es eine Kritik ist, die ich da erzähle, oder ob die denken, das wäre das Hörspiel. Ich weiß es nicht, jedenfalls. Ja, deswegen... ist es mein dritter Platz. Was hat dir denn gefallen an dem Ding? Also an mir, Insomnia, hat mir die Geschichte an sich gefallen, also diese Zeitreise-Sache, also oder Zirkel-Zeitreise oder wie auch immer. Aber am Ende habe ich dann doch gedacht, naja, es gibt so ein paar, zwei Sachen, die jetzt nicht so aufgehen, jedenfalls nicht für mich. Logiklöcher. Aber, ja, genau. Aber das ist, ich glaube, bei so Zeitreisen-Sachen kommt man fast nicht drum rum, oder? Ich weiß es nicht. Das ist schwierig, ja. Ja, so, das ist verdammt schwierig, da an alles zu denken. Naja. Mein zweiter Platz, den teilen sich zwei Hörspiele von derselben Autorin, und zwar Atme und Schweig. Ah, ja, also die cool, fand ja. ich absolut von Judith Merchant ist da der Merchant, glaube ich, heißt die ja. Judith Merchant, zwei Romane und die haben sie als Hörspiel gemacht und die sind richtig genial. Also ich habe sowas noch nie in der Art gehört und ich war am Ende tatsächlich überrascht. Also es ist, glaube ich, bei mir eher selten, dass ich von einem Ende geflasht bin oder überrascht, aber bei beiden war ich es doch sehr. Und deswegen ist es absolut mein Platz zwei. Kennt ihr die? Schweig ja, die hatte ich auch in meinen Shoutouts, hatte ich so auf dem nominellen Platz 11. Okay. 12. Okay, ja. Und als ersten Platz ist ein älteres, schon eine ältere Produktion von 2010, Geschichten aus der großdeutschen Metropole, weil es ist einfach witzig, das ist eine der besten Satiren, die ich jemals gehört habe und ich höre es immer wieder gern, weil es einfach, ja, es amüsiert mich so sehr und ich finde es so klug geschrieben und so klug gesprochen und inszeniert, deswegen bleibt es wahrscheinlich auch noch die nächsten Jahre mein Platz 1. Sehr gut. Kann ich auch verstehen. Ja. Das fand ich auch damals grandios. Ja. Ja. Gut, damit wäre ich jetzt durch. Wie fandest du generell denn das Jahr 2022? Fandest du, das war ein gutes Jahr für Hörspiele oder
sagst du, ja, das ist... Naja, es war so, dass ich am... Also ich habe ganz viel... Also ich, in meinem Podcast versuche ich, also oder mache ich es tatsächlich so, dass ich nur ARD-Audiothek-Sachen nehme, einfach weil ich denke, wir alle bezahlen Rundfunkgebühren und warum soll ich jetzt noch Leute auf Spotify oder wo auch immer hin lotsen oder bei Audible oder so, wenn sehr viele geile Hörspiele kostenfrei hören können. Und deswegen mache ich nur die ARD-Audiothek-Sachen, bis auf Ausnahmen, wenn es mal so, aber eigentlich nur dort. Und da muss ich sagen, das war so merkwürdig, weil im Sommer kamen ein paar geile Sachen und dann ging es wieder so runter und dann im Winter ging das dann plötzlich los. Da kam kurz vor Weihnachten kam ein Hammer nach dem anderen. Peter Jackson, ja, Herr der Ringe nochmal und diese, nicht Peter Jackson, Quatsch, aber ihr wisst schon, Herr der Ringe nochmal. Ein anderer, also Gott sei Dank ohne Peter Jackson, sondern sehr fein inszeniert, fand ich's. Und so viele und dann dieses Mia Insomnia und Korridore. Oh, Korridore war furchtbar, aber ja, oh mein, wie kann man sowas machen? Ja. Das Einzige war cool, immer der Chef und wenn der Chef von seinem Praktikanten da immer was wollte, das fand ich sehr witzig. Aber der Rest war, ich frage mich, was da die Dramaturgie sich gedacht hat. Aber es hat seltsamerweise auch seine Fans. Ich habe gedacht, das müsste eigentlich jeder total blöd finden. Aber es gibt echt Leute, die das richtig gut fanden. Als meine Kritik läuft auch da sehr, sehr gut. Also das scheint wirklich gut zu laufen, ja. Ich verstehe es auch nicht. Naja. Aber generell war es ein schönes Jahr, das 2022. So hörspieltechnisch. Ja, ich glaube, das ist so das erste Jahr, also so eins der Jahre, wo man so den Wechsel merkt, dass so jetzt sich auch so ein paar Externe so ins Radio schleichen und so man im Radio auch erkannt hat, dass man vielleicht ein bisschen mehr auf diese Mainstream-Schiene setzen muss und vielleicht auch mal so seriell erzählt. Also das war ja ganz, ganz großes Thema plötzlich. Mhm. Das fing ja schon kurz vor dem letzten Jahr an mit Lost in Neulich, wo man dann versucht hat, so zu sehen, zu etablieren und da kam ja dann doch einiges, auch im letzten Jahr. Stimmt, ja, das stimmt. Also die Hörspielserien, ja, stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, letztes Jahr ging das damit los, ja. Ja, ja. Das ist doch schön. Danke dir. Bitteschön. Wer will noch? Nein. Von euch beiden? Ich mach einfach mal weiter. Du machst einfach mal weiter. Ja, ich mach einfach mal weiter. Ich habe auch so eine Liste mit anerkennenden Worten, sage ich jetzt mal, weil eine Top 3 ist für mich mega schwer. Das schwankt auch nach Tageslaune. Das stimmt. Und es war wirklich auch viel im letzten Jahr, wenn man dann doch mal diese lange Liste sieht, also im ersten Moment dachte ich so, ja gut, 2, 3 wirst du zusammenkriegen. Am Ende sind es dann doch mehr, die einem gut gefallen haben oder mir gut gefallen haben und dann eine Auswahl zu treffen, das muss ja auch nicht sein, zwingt einen ja keiner. Ich habe tatsächlich auch Schweig auf meiner Liste hier stehen, als knapp gescheitert sogar zu den Top 3, fand ich auch sehr gut und auch vom Ansatz, von der Erzählweise her eben super spannend. Außerdem interessant fand ich Timothy Truckle allein wegen der Vorlage, dieser Jonas, nicht Jonas und ohne Sam, aber in Ostdeutschland als wahrscheinlich Vater des Gedanken bei Kosa, ohne ihm jetzt was zu aber es könnte ja so sein. Ich fand es als Hörspiel jetzt gar nicht mal so, dass ich sage, das müsste jeder mal gehört haben, aber das ist für mich so hörspielhistorisch vielleicht eine coole Sache, dass das jetzt umgesetzt wurde auch. Ja, 10 Atemzüge wollte ich noch mit auf die Liste packen, obwohl ich mit der Katze da nichts anfangen kann. Die fand ich gerade genial. Nee. Auch in diesem Making-of-Anschluss oder dieser Macher-Talk, der dann noch gestreamt werden konnte, wurde das ja auch lobend erwähnt, aber ich fand das einfach nur albern an Anfang. Ich fand, klar ist das sinnvoll, die Geschichten damit zu verknüpfen, aber fand es ein bisschen Fülle. Muss man denen reden lassen, hätte es nicht auch irgendwie in einem Geräusch oder so gereicht und mit ein bisschen Effekten, dass die Klänge hinter einer Scheibe kommen oder so. Naja, wie auch immer. Ansonsten war das sowas, was ich beim Hören dachte, super spannendes Thema. Ich bin nicht immer die Zielgruppe. Ich war eigentlich überhaupt nicht die Zielgruppe. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht mega gut gemacht ist und dass auch Hörspiele so erzählt werden und so eine Thematik mal genommen wird, fand ich halt sehr gut. Das traut sich nämlich nicht jeder. Nein. Kann ich ja kurz dazwischen werfen, dass ich gerade gelesen habe, dass im Juni wieder was von dem Autorenteam plus Regisseurin plus Hauptdarstellerin kommt. Wieder beim HR. Okay, ja, hier spannend. Auch gespannt. Mia Insomnia wurde jetzt schon genannt, ist mir dann doch zu aktuell gewesen für die Liste. Interessant fand ich aber eben, wo ihr gesagt habt, da steigen jetzt andere Leute ein. Dieser Gregor Schmalzried, wenn man den mal googelt, der hat ja doch schon einiges mehr gemacht. Die sind zwar auch relativ ähnlich, die Sachen so, also vom Ansatz her, aber warum nicht? Also wenn man sich da mal ein bisschen bemüht, dann findet man echt noch ganz andere Hörspielreihen, die auch noch aktuell laufen. Marc ist nicht allein, fand ich auch gut von ihm. Hat mir auch gefallen. Ja, da unbedingt am Ball bleiben. Da bin ich auch gespannt, was da noch mehr kommt. So, wenn ich jetzt auf eine Top 3 eindampfen müsste, wäre bei mir auf der 3 nur die Tiere.
wenn euch das noch was sagt. Habe ich tatsächlich vergessen gehabt. Das ist Krimi oder Thriller über eine verschwundene Frau in Frankreich. Und dann wird in 5 ja. Episoden aus der Sicht von 5 Perspektiven diese Story erzählt mit 5 Wahrheiten. Also es sind immer in sich glaubwürdige Geschichten. Und die rollen diesen Fall auf und man selber puzzelt sich diese Versatzstücke als Indizien zusammen und löst den Fall dann für sich selber. Es ist auch schön aufgebaut, dass man nicht hinten anfängt. Das ist natürlich Quatsch. Genau, das ist halt das mit dieser Versicherungsagentin oder sowas, die da oder genau. sowas in der Art, die da in die Berge fährt zu so einem abgelegenen Bauernhof. Ganz genau. So ein Schlager, ja, das genau. oder sowas. Das hatte ich französische auch Romanvorlage, Colin Neal, ich kann es nicht sagen, aber das fand ich mega spannend und bei mir so gut hängen geblieben, auch wenn ich es nur einmal gehört habe und noch öfter hören wollte, weil das ist so ein klassisches Ding, wenn man es einmal gehört hat, kann man die einzelnen Geschichten nochmal miteinander vergleichen und raushören, also selber Ermittler spielen, in diese Profiler-Rolle schlüpfen. Wer ist da, welche Person, wer hat welchen Hintergrund oder welches Motiv vielleicht für diese Tat? Also von mir ganz großer Tipp, nur die Tiere. Müsste auch noch irgendwo verfügbar sein. War nämlich Deutschlandfunk Kultur. Ja, kann man, glaube ich, noch nachhören. Ewig online. Platz 2 ist bei mir Greuel. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Wenn ihr es nicht auf der Liste eh schon hattet, dann bei uns beiden auf Platz 1. Auf Platz 1, okay. Bei mir nur die 2. Ja, muss ich da noch viel zu sagen. Es ist halt wunderschön geradlinig erzählt. Man rätselt nicht zu lange rum im Kopf und denkt sich, man muss als Hörer nicht im Nebel stehen gelassen, sondern weiß eigentlich immer gerade, was passiert so und ist wenig effekthascherisch, sondern also schön, es hat auch ein eigenes Tempo, ist nicht so gehetzt und ja, einfach ein klasse Stoff. Gar nicht so viel Fantasy, wie die Unterzeile oder die Schublade vermuten lassen würde. Für mich war das beim Hören wie eine Mischung aus Pack der Wölfe, Sleepy Hollow und Name der Rose, so mit diesem Kloster da. Ja, wer sowas mag, unbedingt hören, grandioses Ding und da geht es ja auch weiter, glaube ich, ne? Staffel 2 oder 3, ich weiß nicht. Ist in der Mache, so sehr ist zumindest die Aussage. Da freue ich mich sehr. Und mein Platz 1 hat es leider noch nicht mal in die Top 10, in diese Shortlist geschafft. Das macht mich ein bisschen traurig, aber es macht es auch nicht verwunderlich, denn es ist ein sehr, ich glaube, die Zielgruppe ist scharf zugeschnitten und es ist speziell und auch fordernd und es ist Miami Punk geworden. Yeah! Ja, habe ich jemanden wenigstens einen auf meiner Seite. Auf Miami Punk, krass. Ja, das war ja, anstrengend. Es ist anstrengend, aber es hat mich komplett weggehauen, als ich es gehört habe. Ich dachte erst, okay, jetzt steigen diese ein in so eine Pen-and-Paper-Runde. Aber als er dann angefangen hat, von Alligatoren-Ringverein zu erzählen und die zweite Episode, die dann angerissen wurde mit der Wüste, wo mal Meer war vor Florida und die dritte mit dem abgehobenen Hochhaus. Erstmal das, diese drei Storys allein wären für mich schon der Knaller, weil ich so Dystopien halt auch sehr gerne mag. Die Art, wie es erzählt ist, dann, dass es angesetzt ist in der Erzählung als ein Pen-and-Paper-Rollenspiel in der Verbindung mit den drei Spielern, die ja auch miteinander agieren, mit dem Spielleiter. Und den Rest verrate ich nicht, weil das Ganze ja noch irgendwie verwoben wird. Genau. Fand ich grandios, hat mich komplett umgehauen. Habe ich mir auch schon zweimal angehört, obwohl es 9 Folgen, eine halbe Stunde geht eigentlich. Ne? Aber man muss sehr konzentriert hören, weil da es fliegt einem alles um die Ohren. Tja, da werde ich mir auch mal das Buch gönnen, weil so wie ich jetzt gelesen habe, war das gar nicht das vertonte Buch, sondern mehr ein Sequel zum Roman, der Versatzstücke aus dieser Welt aufgreift und ein eigenes Hörspiel draus macht. Das ist ja noch mal spannender. Also ich bin Fanboy. Miami Punk for the win. Das ist mein Platz 1. Danach habe ich mir sein Erstling besorgt und habe den gleich gelesen, weil ich das Buch gab es in der Bib, deswegen war da mein erster Schritt dahin, weil ich das fand ich faszinierend, unglaublich originell und dass diese Realitätsverwischung ist, fand ich grandios. Also wie man am Ende da alleine gelassen wird. Ja. Das ist, und das hat so einen Nachhall, das höre ich auch bis heute noch, dieses Ende. Also in meinem Kopf, ist wirklich toll. Ja, war stark. Ja, ich denke immer nur an dieses Hochhaus und wie dann in einem Nebensatz fällt, von einem der Spieler in der Rolle als Spieler, so, das weiß ich noch gut, als das passiert ist. Und das ist, wie bitte? Also spielen wir jetzt nicht die Welt, das wäre eine fiktive Geschichte, sondern ist das jetzt in dieser Welt, die wir da hören, tatsächlich passiert? Und da hat es dann angefangen, Klick zu machen, dann war alles vorbei. Also ja, es ist mit Sicherheit anstrengend und nicht jedermanns Sache, zeigt aber im Gegensatz zu Korridore, meiner Meinung nach, wie man so 3 oder 4 oder 5 verschiedene Erzählebenen miteinander verbinden kann, dass das Sinn macht. Ja. Und dass auch die Art, wie es erzählt ist, Sinn macht und nicht jemand liest einen Text vor und betont ihn wie eine Abendvorlesung in sein Handy rein. Das war so dumm. Es tut mir leid, es ist einfach vom Ansatz her der falsche Ansatz. Die wollten Geld sparen, die hatten einfach niemanden
jemand, der das dann... Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch bei vielen dieser neuen Produktionen. Was, ich finde das ja eigentlich ganz cool, so ein DIY-Charakter, den man ins öffentliche Radio haut, mega. Finde ich super. Gut, es wäre vielleicht mehr Geld da von der Seite der Öffis, aber wenn man sich traut, überhaupt mal was produzieren zu lassen und das in den Äther jagt, ja, bitte. Also, ja, deswegen fand ich es auch nicht schlimm. Man hat mal was probiert und ich sag mal, zweimal ist es ja gut gegangen. Also es war ja so ein Dreiklang, der da kam. Es kam ja Mia Insomnia, Corridore und Dreamlab. Genau. Und Dreamland Insomnia war gut und Corridore war halt, naja, für war die Corridore. Fans. Ja, genau. Ich habe eine Handgranate. Ja, so, ja. Damit wollen wir schließlich meine Top 5, Top 3 und plus Top 3 plus X und gib gerne ab an Markus, bin schon gespannt. Jo, dann mache ich mal weiter. Bei mir ist Kreulauf Platz 3. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja darüber erzählt, worum es geht, ein bisschen, also ein Mystery-Thriller mit, was ich noch erwähnen möchte, mit den fiesesten Cliffhanger überhaupt. Die letzten 3 Minuten sind eine Zumutung und dann ist vorbei. Und umso schlimmer ist es, dass man jetzt bis vielleicht 2025 warten muss, bis es weitergeht. Aber ich finde es super produziert. Also Stuart Kummer, Edgar Lindscheid, kann man eh immer zugreifen, was die machen. Auch wer die älteren Werke noch nicht kennt, also The Cruise und Cayman Club, ganz grandios. Die hauen alle Zeiten mal was ganz Großartiges raus. Ich konnte auch für Hörspielsachen ein bisschen Clickbait-Werbung ein Interview machen mit Edgar Lindscheid. War auch sehr interessant, wo man mal aus Drehbuchschreibersicht das Ganze hören kann, wie das alles so läuft. Und ja, also das gibt's noch zum Nachhören beim WDR-Hörspielspeicher, glaube ich. Und ja, das kann ich einfach jedem nur empfehlen, der einfach so, wie du gesagt hast, Daniel, Name der Rose, Pakt der Wölfe, Fantasy und Historiendrama. Wer der sowas möchte, der soll es unbedingt runterladen, unbedingt hören. Vielleicht gibt es ja irgendwann auf CD sogar. Aber ich finde es wirklich toll. Auf Platz 2 ist bei mir Alles Licht, das wir nicht sehen. Von Anthony Doerr ist die Vorlage. Kannte ich nicht dieses Buch. Und da geht es um zwei Schicksale im Zweiten Weltkrieg und zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Wir haben einmal ein Mädchen, das in Paris wohnt, dessen Vater in einem Museum arbeitet und die Juden sind. Und wir haben einen Jungen, der in Essen aufwächst, der, glaube ich, Werner heißt. Und wir begleiten die beiden während ihrer Kindheit, während des Krieges. Und durch schicksalhafte Begebenheiten, man braucht gar nicht so viel verraten, kreuzen sich die Wege der beiden irgendwann. Und was ich da so toll fand, war lang auch mein Platz 1 für dieses Jahr, war eben, man muss noch sagen, dass das Mädchen blind ist. Und wie hier in einem akustischen Medium die Blindheit dargestellt wird, das ist ganz grandios. Also es gibt ganz tolle Szenen, es gibt einen wahnsinnigen Soundtrack von Ulrike Hage, zu der wir gleich auch nochmal kommen werden. Also der einfach aus dieser Blindheit, aus diesem Schicksal dieses Mädchens so viel macht. Und es wird ganz dramatisch, es geht echt zu Herzen, was den Beteiligten so passiert. Also es ist nichts für mal so nebenher und zur Unterhaltung und so. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, es gibt einen Storystrang, der mich sehr an Indiana Jones erinnert. Es gibt nämlich einen wahnsinnigen Nazi, gab es ja damals zuhauf, aber der halt auf der Suche nach dem ewigen Leben ist. Und der wird da so reingeschustert. Das ist so ein bisschen, ja, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Das hätte es nicht unbedingt gebraucht. Allerdings gibt es einen wahnsinnigen Showdown. Ich möchte nichts verraten, wo das Mädchen und dieser Nazi vorkommen. Und wie das akustisch gemacht wird, das ist wirklich Hammer. Also das ist besser wie jeder Horror-Thriller. Ich weiß nicht, kennt's jemand, ja? Ja, also ich fand's auf Platz 8. Okay, ja. Oh, also ich fand's wirklich, und wie gesagt, die Musik, ein unglaublicher Soundtrack. Und damit möchte ich überleiten zu meinem Platz 1, der streng genommen schon vorher gestartet ist. Nämlich der erste Teil ist 2020 erschienen, ist mir aber wurscht, weil die Box und das Gesamtwerk, sage ich mal, man muss es als Gesamtwerk begreifen, 2022 erschienen ist, im Radio, produziert vom Bayerischen Rundfunk und in einer tollen Box veröffentlicht vom Hörverlag, die ihr euch alle bitte besorgen müsst. Und zwar ist es die Hörspielfassung der neapolitanischen Saga, a.k.a. meine geniale Freundin von Elena Ferrante. Ah, schön. Das hat es aus dem Stand in meine ewigen Top 5 geschafft und ich höre sehr viel und sehr viel Gutes und sehr viel Schlechtes, was damit zu tun hat. Zum einen wieder der Soundtrack, der mich umgehauen hat. Ich habe das lange vor mir hergeschoben, die Box lag lange im Regal und dann hatte ich mal irgendwann, konnte ich nachts nicht schlafen, immer so zwischen, um 3 wache ich auf und dann kann ich nicht mehr schlafen. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt hören wir mal den ersten Teil. Es dauert
15 Stunden. Es sind 4 Teile, also 4x4 Folgen. Es ist wirklich ein langes Stück, weil es auch um eine große Geschichte geht. Und das hat mich, ich war mit offenem Mund und ich konnte nicht aufhören zuzuhören, weil das so lebendig ist und es sind so tolle Figuren drin. Es geht im Grunde genommen um 2 Freundinnen, die in einem armen Teil von Neapel aufwachsen, in einem armen Stadtteil. Es beginnt in den 40er Jahren nach dem Krieg. Und wir beobachten die beiden, oder wir begleiten die beiden, Elena und ihre Freundin begleiten wir. Und wir lernen eben dieses ganze Viertel kennen und teilweise aus der Sicht, also Elena ist immer die Haupterzählerin, weil es eben um ihre Lelou, Freundin geht. Und wir, die beiden lernen sich kennen, freunden sich an, trennen sich immer wieder und wir lernen den Stadtteil kennen, wir lernen alle Menschen kennen, die da wohnen, alle Verstrickungen. Es geht um organisiertes Verbrechen, es geht um den Aufbau, es geht um den Kampf von Faschisten gegen Kommunisten, es geht um starke Frauen, es geht um Gewalt, es geht um, ja, Sexualität, es geht ums Leben. Das ist das pralle Leben in Hörspielform, produziert vom Bayerischen Rundfunk, Regie Martin Heindl. Und die Musik, wieder Ulrike Hage. Ulrike Hage ist die Musik hat mich so dermaßen weggehauen, dass ich dann Ulrike Hage angeschrieben habe, wo man die irgendwo hören kann. Die kann man in der Tat hören. Gibt's auch bei Spotify zu hören und gibt's auch auf CD. Und dann durfte ich, was mir eine große Freude war, ein Interview führen mit Ulrike Hage, was ihr euch bitte gern anhören könnt, wenn ihr mal wissen wollt, wie Musik gemacht wird und was das für ein künstlerischer Akt ist, wie Musik in so ein Hörspiel kommt. Das ist perfekt. Es gibt alle 1-2 Jahre mal ein perfektes Hörspiel und das ist das perfekte Hörspiel dieses Jahres. Und das müsst ihr hören, weil dieser Fragezeichen, der ganze Ramsch, das kann alles warten. Es muss sich, womit bewiesen wäre, dass sich Qualität einfach durchsetzt. Also holt euch bitte diese Box. Ich glaube, zum Download gibt es das nicht mehr, aber die gibt es ja für ein Apfel und ein Ei beim großen A oder irgendwo. Ihr könnt es auch gern, ich habe auch geraten in meiner Kritik, wer nichts mit Hörspielen anfangen kann. Also wer jetzt wirklich, du hörst ja bloß Bibi Blocksberg und den ganzen Kram, dem schenkt ihr das bitte zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder einfach zwischendurch. Und dann, wer davon sich nicht anrühren lässt, der kann sich gleich eingraben lassen, weil es einfach, es ist perfekte Hörspielunterhaltung. Also wie gesagt, heißt Elena Ferrante, die neapolitanische Saga, die Hörspiele, und ich habe das damals ein bisschen verfolgt, als die Bücher rauskamen, weil es ja um die Person Elena Ferrante ein bisschen Rätsel gibt, die unter Pseudonym schreibt oder nicht zu erkennen gibt und auch nicht so klar ist, inwieweit das alles autobiografisch ist. Ist alles wurscht, weil es ist unglaublich lebendig, unglaublich gut gemacht, wahnsinnige Schauspieler dabei. Ich möchte nur kurz erwähnen, Elena Boschen und Rosalie Thomas in den Hauptrollen, wobei wir die Hauptrollen auch in verschiedenen Lebensphasen erleben. Also gibt es dann als Mädchen, als junge Frauen und als ältere Frauen. Und das Ganze zieht sich über 60, 70 Jahre und es ist ein Meisterwerk, ein Wunder ist es. Also wirklich hören, unbedingt. Okay. Bei mir auf Platz 6, ja. Also ich fand es auch ganz, ganz toll. Mich hat es total umgehauen auch. Ich habe gebraucht am Anfang, bei mir ging es ähnlich wie die, ich habe mich da auch ein bisschen gesträubt. Ich dachte, oh, ey, okay, das ist auch, ich hätte die Bücher nie gelesen, weil ich oft so Respekt vor so Büchern habe, die dann halt 2.500 Seiten insgesamt haben oder so. Und dann bin ich so dankbar, dass es sowas als Hörspiel gibt, weil es einfach konsumierbar ist und aufnehmbar auf eine ganz andere Art und Weise. Und wie gesagt, wer auch die Bücher nicht vielleicht nicht lesen möchte, unbedingt einfach mal reinhören und sich da entführen lassen. Und es ist, ich wollte echt gar nicht, dass das aufhört, weil man auch immer bangt mit den Figuren und Angst hat um die, was mit denen passiert. Es gibt auch viel Gewalt und immer wieder Krisen und ganz schlimme Sachen, die passieren. Und das ist wie so ein, wenn man eine gute Serie hat im Fernsehen, die man bingen möchte, die man quasi am Stück durchschauen möchte, so ähnlich geht's da in dem Stück auch, was aber insgesamt ja 15 Stunden dauert, aber es ist wirklich unbedingt empfehlenswert. Ich meine so zwischen den Zeilen rausgehört zu haben, dass das ganz gut fand, der Markus, oder? Ja. Oder täuscht mich da mein Eindruck? Nee, ganz leicht mitgeschwungen, ja. Zwischen den Zeilen. Nicht kleckern, klotzen muss man, genau. Und genau. Wenn das Fahrrad die Böschung runterfährt, muss es unten explodieren. Genau. Genau. Das bisschen, was ich esse, kann ich auch trinken. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt noch ganz kurz Martin und meine, auch wenn wir die im ersten Teil schon besprochen hatten, aber es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der nur hier die Folge hört und deswegen nur ganz kurz und angerissen. Also meine, bei mir auf der 3 wäre Who Lives There gewesen von Josef Bolz, der NDR-Produktion aus 2022. Ja, Platz 2, Streife von Niki Stein und Tatjana Nekrasow, eine SWR-Produktion, und auf der 1, naja,
Halt, Gräuel. Was will man machen? Was habt ihr alle mit dem Gräuel? Ich verstehe es nicht. Nee. Wegen des Gräuels habe ich meinen ganzen Hörspiel-Podcast überhaupt nur angefangen, weil ich einfach so entsetzt war. Nicht entsetzt, aber das ist das falsche Wort. Aber ich fand die Dialoge so schlecht. Und ich habe gedacht, wenn man ein Hörspiel macht, dann muss man sich doch bei den Dialogen Mühe geben und dass die Schauspieler die Dialoge gut sprechen und dass das so lebendig wirkt. Aber wenn der Abt genauso spricht wie der Ziegenhirte und dieselben gewählten Worte wählt, dann wirkt das alles total unglaubwürdig. Ich war so richtig, ich bin so total, ist das jetzt irgendwie, bin ich so neben der Spur oder was ist das? Ich verstehe es nicht, aber es ist ja total erfolgreich, das Ding, ja. Kann man wirklich so sehen, glaube ich. Also ich deine Kritik gehört habe, habe ich mir gar keine Gedanken gemacht beim Hören. Das hat mich überhaupt nicht gestört. Normalerweise stören mich solche Logikfehler oder so, aber das hat mich hier tatsächlich überhaupt nicht tangiert. Also ich fand von der Sprache her auch okay und zeitgemäß. Ich habe ein bisschen im Gefühl, dass wir nochmal auf was kommen werden, wo das nicht der Fall war. Also okay. Ich finde, es muss die Sprache passen und die Denkwelt dieser Figuren zu der Zeit, in der es spielt, ja irgendwie, wird eigentlich eine Jahreszahl genannt, ich weiß gar nicht. Nein. Aber also dieses mittelalterliche Setting, finde ich, ist sprachlich schon gut eingefangen. Also da habe ich mir jetzt auch keine Gedanken drüber gemacht, aber ja, jeder wie er. Ja, ich habe dann, dann so überlegt, vielleicht hat es auch sowas, ich meine, ich bin jetzt in der DDR groß geworden, also bis zum 14. Lebensjahr und dann habe ich so überlegt, vielleicht hat das was damit zu tun. Also wir hatten diese ganzen drei Fragezeichen und TKKG und so, das hatten wir ja alles nicht. Das heißt, ich bin diese Art dieser Hörspielsache nicht so gewöhnt. Mhm. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es auch so eine Sozialisationsfrage. Es kann gut sein, dass man tatsächlich so, weil das so ein, ja schon dieses Kassettenkind-Herz anspricht, so ein bisschen, könnte ich mir schon vorstellen, dass du durch eine andere Sozialisation da ganz anders rangehst, beim Hören. Ja? Ja. Vielleicht sitzt mir auch nur die Literaturwissenschaft im Nacken, die ich irgendwann mal studiert habe. Ich das weiß, kann natürlich auch sein. Ja. Die wirst du auch nicht los, ne? Nee, du weißt zu viel. Egal. Die Engelchen und Teufelchen, ja, die da sitzen, die einflüstern. Ich fand die, von der Sache her fand ich beim Gräuel auch geil, dieses Setting und dass man dachte, jetzt kommt immer was Fantastisches und dann wurde es doch wieder real. Also dieses Schwanken immer zwischen den Welten und das fand ich auch sehr, sehr gut und das hat mir dann Spaß gemacht. Also mich hat diese Serie so ganz zwiespältig zurückgelassen und darum habe ich dann diese Kritik gemacht, weil ich mich wirklich so zweigeteilt gefühlt habe. Ich fand es super und dann fand ich es aber auch gleichzeitig parallel schlecht. Ja. Aber das war damals, da bin ich ja erst so richtig auf dich aufmerksam geworden durch diese Kritik. Ich glaube, ich bin über die Gräuel-Kritik gestolpert, glaube ich. Bin dann da rein, habe gedacht, ich glaube, ich habe es auch direkt dem Martin erzählt. Ich habe gesagt, da gibt es jetzt einen neuen Podcast mit einem Hörspielkrieger, der endlich mal Radiosachen bespricht. Ja. Das gibt es ja sonst nirgendwo. Also drei Fragezeichen-Podcast kann man die Leute ja mit tot werfen. Aber jemand, der Radio-Hörspiele bespricht, da war ich ja richtig froh und dankbar drum. Und hat gesagt, oh, nach einer, an dem man sich schreiben kann, dass man eine andere Meinung hat als man selbst. Ja, hat sich dann ziemlich schnell gegeben, habe ich gemerkt, weil wir ja dann doch oft gleicher Meinung sind. Ich glaube, es war nur bei dem Kai Magnus Ding Hörspiel und The Gräuel, wo wir tatsächlich auseinanderlagen. Okay. Ich hatte noch so die vage Hoffnung, als du die Ankündigung gemacht hast, mit dass du Dreamlab und Korridore besprichst und eins gut und eins schlecht fandst. Ja. Ich hatte schon die Hoffnung, du machst es umgekehrt, aber nein. Nee, sorry, aber man konnte es nur so rum machen, es ging nicht anders. Hab ich eigentlich auch gedacht, aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen, dass es tatsächlich Leute gibt, die Korridore wesentlich besser fanden als Dreamlab. Okay. Nachvollziehen kann ich es nicht, aber naja. Ist halt so. Olaf, du hast jetzt nur deine Top 3 genannt, ne? Ja, dann auch nochmal. Genau. Also mein dritter Platz war Ich alte Kommerznase, Paul Temple und der Fall Valentine, weil ich mich so doll gefreut habe, dass die Paul Temple so toll umgesetzt haben. Und ich war hin und weg, ich bin ein Riesen-Fanboy. Heil Bronnywood, let's rock. Ich finde die gnadenlos geil. Platz 2 war für mich Goldstein. Ich bin ein alter Kommissarat-Fan, war völlig enttäuscht vom zweiten Teil, also vom Hörspiel zweiten Teil. Und habe dann gebübbert, ob die das mit dem dritten Buch, das eigentlich fast mein Lieblingsbuch aus der Reihe ist, das vielleicht dann doch noch hinkriegen. Und dann ist das so gelungen, auch da, dass ich mich so gefreut habe. Ich dachte, das ist so eine Freude für mich. Das ist so ein tolles Hörspiel. Das fand ich gnadenlos gut. Mein Platz 2 und auf Platz 1
Ja. Das mit dem komischen E. Ja. Ist euch das auch so mit dem E? Ich kann dieses E nicht angucken. Mein Gehirn dreht da völlig am Rad, wenn ich dieses E bei Greuel angucke. Mit diesen wo ist das auf der Tastatur versteckt? Wie gibt man das ein? Das geht ja gar nicht. Ich habe es einfach rauskopiert. Frech. Aber man kann es bestimmt irgendwie eingeben. Ja, gibt's bestimmt irgendeinen ASCII-Code. Ja, genau. Ja. Cool. Das wären unsere. So, jetzt kommt das, worauf ihr schon da draußen wartet. Eure Top 10. Wir steigen einfach gleich ein, oder? Ohne großes Rumgemeier. Ein Stückchen Hefe und zwei Eier. Auf Platz 10 habt ihr gewählt. Ein Hörspiel aus einer Reihe, die wir gar nicht so gut fanden. Die meisten von uns Anwesenden, tippe ich jetzt mal. Nämlich diese ominöse Reihe 2035, die viel versprochen hat und dann mit ganz komischen, oft verkünstelten Hörspielen daherkam, mit denen also ich so gut wie nichts anfangen konnte. Bis auf eine glorreiche Ausnahme, die ihr dankenswerterweise auch auf Platz 10 gewählt habt. Ich freue mich sehr. Land unter von Wilke Wehrmann, die RB-Produktion. Das ganz tolle Stück habt ihr auf Platz 10 gewählt. Finde ich super. Freue mich sehr. Hey. Also ich bin wirklich anders als die anderen. Ich merke es jetzt gerade. Ey, Mann. Also das Land unter fand ich in der Reihe auch gut, aber ich fand zum Beispiel dieses neuen Dinge, die du 2035 nicht erwartet hättest, Nummer 6 wird dich umhauen, das fand ich geil. Oder diese Fleischkrieger hier, diese die Fleischkrieger, das war so geil inszeniert und bum, bam, bam, das hat es dir um die Ohren gehauen. Und ja, also es waren ein paar verkünstelte Sachen dabei, aber, oder Emily's Reminder war, glaube ich, auch ziemlich gut. Also ich war von einigen ziemlich angetan. Ich habe ja alle 10 besprochen, also ein paar fand ich richtig, richtig geil. Aber das vom BR fand ich nicht so toll. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, aber ich merke schon, BR, ist das nicht sogar Hörspiel des Monats geworden? Rückwärts Hanna war das, genau. Ach nee, das doch nicht. Dann war's Rückwärts Hanna fand ich, das konnte ich tatsächlich nicht zu Ende hören, weil das fand ich, da muss ich zustimmen, das war einfach zu verkünstelt. Okay. Aber gerade die Fleischkriege da, das hat mich umgehauen. Oder dieses neuen Dinge, die du 2035 nicht erwartet hättest. Das fand ich von der Idee her auch ganz nett, aber am Ende habe ich mich gefragt, warum habe ich das jetzt gehört? Das ist wie durchseppen durch irgendwas. Genau. Das war so, pff, ja, so, als wie wenn du früher MTV geguckt hast, so, und alles hämmert so auf dich ein. So ein Butthead um die Ecke. Ja, irgendwie so, ja, es war einfach viel, ja, genau. Viel und ganz viel Abwechslung, ja. Ja, ich glaube, bei Land unter, da ist auch, weil das so das Mainstreamigste war wahrscheinlich, ja, ist das wahrscheinlich am ehesten durchgekommen. Das war die geradlinigste Story, die auch so tatsächlich so ein bisschen Krimi-Flair hatte, ein bisschen Mystery-Flair. Also das fand schon ein origineller Gedanke auch dahinter. Genau, das ist euer Platz 10. Auch anscheinend streitbar. Also ich fand die Story großartig mit den Twists, die das nimmt, mit diesen schönen Sachen, die da einfach so platziert sind und nicht erklärt werden. Also die Sachen mit dem Handy zum Beispiel, es wird einfach nicht erklärt, es wird einfach hingestellt. Und das mag ich. Wenn man seine Welt im Griff hat, dann ist das kein Problem. Dann lasse ich mir sowas einfach so erzählen und frage da auch nicht großartig nach. Klingt dann völlig logisch in dem Moment. Ist doch immer so, oder? Wenn irgendwas Fantastisches passiert, Haruki Murakami ist mein Lieblingsbeispiel immer. Das ist halt dann einfach so. Da kommt halt dann irgendwie was einer mit einem 3 Kilometer langen Hut um die Ecke. Ist halt so. Und keiner wundert sich. Das finde ich toll. Finde ich auch gut, wenn man eine Fantasy-Welt nicht erst erklärt, weil die muss sich aus sich selbst in der Geschichte erklären. Das ist ja das, was Olaf immer so gern auch anführt, dass man sich verliert in der Beschreibung von Welten und der Konstruktion und die Geschichte liegt dann irgendwo unterm Teppich, schon längst vergessen, wo man verstrickt einfach diese, man malt diese Welt immer bunter aus, aber erzählt im Grunde eigentlich dann gar nichts am Schluss. Ja, fand ich hier, mir hat das gut gefallen. Ich habe nur das eine jetzt gehört, Land unter tatsächlich, ich habe warum auch immer die Reihe links liegen gelassen. Keine Ahnung, vielleicht in diesen 1000 Feeds, die man abonnieren muss und finden muss, war das einfach nicht dabei. Vielleicht höre ich es nochmal nach und fand das hier aber gut. Max Mauf heißt er, ne? Der gute alte Mauf. Ja. Müsste das gewesen sein. Ja. Das krabbert. Krabbert, genau. Ich habe es noch nicht gehört, unter anderem aus dem Grund, dass ihr das eher so besprochen habt, dass das nicht so empfehlenswert wäre insgesamt. Aber ich habe das Stück eben auch noch nicht gehört, werde es aber jetzt mal nachholen. Und nachdem Thomas jetzt da auch so eine andere Meldung reingebracht hat, höre ich auch meine anderen Stücke rein, ganz gern. Ja. Aber mir geht es ähnlich. 1000 Feeds und 1000 Abos und 1000 Hörspiele jeden Tag. Aber das werde ich auf alle Fälle nachholen. Hattet ihr dieses Für immer wir alle zusammen?
das war auch in der Reihe 2035. Das fand ich auch ganz immer gut, diese WhatsApp-Nachrichten, genau, da haben sie immer die WhatsApp-Nachrichten so hin und her. Das fand ich auch eine schöne Idee und das hat ja dann auch sowas, fand ich gut, weil im Hörspiel hört man ja nur Sachen und wenn man dann diese Sprachnachrichten einfach nimmt, einfach von einer Idee her, fand ich schön und war eben so ein schöner Ausblick oder ein hässlicher Ausblick auf die Zukunft, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ne? Der Thilo Reffert ist, der macht da schon schöne Sachen. Ja, der kann was, das stimmt. Ja. Tja, apropos, der kann was, die kann was. Auf Platz 9 habt ihr wieder ein Radiohörspiel gewählt und zwar eins aus diesem Bereich serielles Erzählen, naja, wenn man so will. Also ein größeres Buch, das zu einem Hörspiel umgearbeitet wurde, einem großen Fünfteiler, der auch sehr viel Freude gemacht hat, also Olaf und mir zumindest. Und zwar Merle Krögers Die Experten habt ihr auf Platz 9 gewählt, die Deutschlandfunk NDR Co-Produktion. Ja. Glückwunsch. Juhu. Da habe ich heute reingehört, weil mich hatte der Untertitel Doku-Thriller, also Doku hatte mich abgeschreckt. Aber weil ich mich heute auf die Sendung vorbereiten wollte oder den Podcast, habe ich reingehört und ich war echt baff, weil man ist gleich so schön drinne und dann erfährt man so viel, was man nicht wusste. Ja. Und das ist wirklich, ich muss es jetzt noch zu Ende hören, weil ich will es einfach zu Ende hören. Es ist echt ein schönes Ding. Das fand ich auch so klasse, weil das halt so auch so ein Thema war, was einen bisher noch nie tangiert hatte. Also man kannte so zwar Ägypten, aber so 60er Jahre Ägypten, also ganz weit weg. Und Raketen dann doch so interessant, ja. Wird's ja dann nicht. Sehe ich ganz genauso. Und auch über drei Teile hinweg geht das wunderbar. Ja. Fünf, oder? Fünf. Es gibt es auch, glaube ich, als Dreiteiler. Ich meine, es ist unterschiedlich, ja. Ja, das war zerstückelt irgendwie. Je nach Anbieter kriegt man es ja immer in anderen Häppchen. Deutschland Radio hat es als Dreiteiler gesendet und Deutschlandfunk als Fünfteiler. Wie auch immer. Gut. Mir hat auch gut gefallen. Nee, wie ihr sagt, das ist halt, hat man ja nicht so oft, dass man eine Doku in ein Hörspiel verpackt. Oft ist das ja dann so draufgesetzt oder mit Hörspielpassagen und dann gibt es dokumentarische Schnipsel. Aber das hier war halt einfach eine runde Umsetzung, die auch als Unterhaltungsmedium gut durchgeht und nicht nur als Info habt. Genau. Ja, dann kommen wir zu etwas kommerziellen. Das engt den Kreis dann schon ein. Ihr wisst, ihr habt ja wahrscheinlich auch die Top 10 vor euch. Also ihr Hörer da draußen und bibbert mit, wer auf Platz 1 kommt. Also der jetzt auf Platz 8 kommt, der kommt nicht auf Platz 1. Trotzdem alle Hüte ab. Contendo Media, Dark Homes von Erik Albroth war eine Serie, die 22 gestartet ist und also bei uns vor allem im Vorfeld durch die sehr, sehr geilen Cover schon mal hohe Wellen geschlagen hat. Und dann gedacht, schon wieder eine Homes-Serie, aber es kriegt ja schon einen anderen Anstrich. Wie dark das Ganze ist, da kann man jetzt drüber streiten, ob das nicht noch ein bisschen darker werden könnte. Sehr gerne. Ansonsten hat schöne Sachen drin, bis jetzt schon. Ja, ich hab immer so ein bisschen ein kleines Problem damit, was eigentlich bescheuert ist, weil es ist ja eine Serie, die noch nicht zu Ende ist, dass das in diesen kurzen Happen kommt, die ich ja eigentlich mag. Ich mag ja eigentlich diese kurzen 40 Minuten, deswegen ist es Quatsch eigentlich, dass ich mich jetzt darüber beschwere in diesem Moment, dass das so kurze Happen sind. Aber ja, man will halt dann wissen, wie es weitergeht und warte dann wieder und es geht halt dann immer so ein bisschen unter in diesem Wust, den man dann sonst immer hört, so den ganzen Monat über. Ist trotzdem immer ein Highlight, also ich freue mich da tatsächlich immer auf die Folgen und ja, wie gesagt, es könnte alles noch ein bisschen düsterer werden und ruhig ein bisschen böser noch, aber hat schon ein paar schöne Sachen drin gehabt und vor allem dickes Lob immer an die Titelmusik, die finde ich ganz klasse. Ja, und die Cover sind ein Augenschmaus tatsächlich. Genau, ein Hörspiel hört, will man ein schönes Cover haben. Ja, ich fand es auch, mir hat es auch gut gefallen und ich sehe es wie Martin, es kann ruhig noch darker werden. Also noch, es kann noch mehr, noch ein bisschen böser. Aber ich finde halt auch toll, was Contendo in den letzten 2-3 Jahren einfach an Content raushaut. Hey. Die haben ja diese Reihe, deren Namen mir gerade wieder nicht einfällt. Midnight Tales. Genau, Midnight Tales, wo auch wirklich sehr gute Sachen, es sind nicht alle sehr gut, aber es sind auch wenige richtige Gurken dabei. Eben diese Vielfalt, die da kommt an Fantasy-Stoffen und jetzt eben so eine Serie wieder. Echt Hut ab, was da an guten Inhalten produziert wird, zum Glück, und was da regelmäßig rauskommt. Also ich hatte ein bisschen ein Problem mit der Serie. Klar, warum? Ich bin ja der die Probleme hat hier, scheinbar. Nein. Also erstmal, dass der Manu Lubowski die Hauptrolle spricht, dafür, ich meine, der ist ein schöner, guter Synchronsprecher, aber ich sehe immer Lucifer vor mir die ganze Zeit und das kriege ich nicht aus dem Kopf raus.
weil er ihn, die Figur ja auch so ähnlich anlegt, so dieses freche, ja, übergreifende und so. Das ist für mich tatsächlich ein Problem und ich muss immer mich konzentrieren. Nein, das ist jetzt nicht Lucifer, das ist jetzt Sherlock Holmes. Und ja, denn das, was ich schon ja bei anderen Sachen jetzt schon gesagt habe, eben diese Dialoge sind manchmal so ein bisschen, wo man merkt, okay, das sagen sie jetzt nur, damit man jetzt auch noch der letzte Idiot mitbekommt, was jetzt passiert ist und so. Ach, warum? Ja, es ist, aber ich gebe zu, es ist eine spannende Story und es entwickelt sich, wird immer mehr. Warum Stark heißt, weiß ich jetzt auch nicht so wirklich, aber ja. The Other Holmes. Ja, irgendwie sowas oder der amerikanische Holmes oder keine Ahnung. Also nach dem Jahr 2021 bin ich ja schon froh, wenn ein Sherlock Holmes keinen österreichischen Dialekt hat. Das ist schon okay, da kann ich jetzt nicht folgen, wieso? Ja, da gab es von Spotify, hatte ein Original Batman-Stoff vertont und das fing ganz gut an und hat dann aber ganz schnell und ganz stark nachgelassen. Okay. Und ja, ich glaube, am Ende vom Jahre hat es auch keiner mehr auf dem Schirm gehabt. Das war dann ein bisschen merkwürdig. Man hat nie wieder was von gehört. Auch irgendwie, dass Spotify dann nochmal ein Hörspiel gemacht hätte, ja, ist mir auch nicht bekannt gewesen. Okay. Huch. Ja. Ja. Ich verfolge die Serie noch so nebenbei, aber es ist nicht mein Top-Highlight, muss ich sagen. Wäre auch nicht in meine Top 10 gerutscht. War bei mir auch weit weg, ja. Ich bin da auch ganz bei dir, Thomas, weil da ist es mir störend aufgefallen, wie die Dialoge so geschrieben sind. Dass das sehr schwülstig ausformuliert, so würde niemand reden in echt. Hier ist es mir aufgefallen, bei Greuel hat es mich irgendwie nicht gestört oder ist mir nicht negativ aufgefallen, hier schon. Ich merke an meiner eigenen Hörgewohnheit, dass ich so die Art Inszenierung früher öfter gehört habe. Also das ist halt klassische, in Anführungszeichen, das, was wir, du sagst ja selber, Martin, kommerzielle Ecke. Da knallt die Musik, die Dialoge sind so geschrieben, wie sie hier geschrieben sind. Die Story ist, wie sie ist und die Soundeffekte noch dazu. Dieses Kino für die Ohren, was so mit Sinclair mal angefangen hat, das wird halt hier auch noch wirklich gelebt. Und wenn die Story eh schon gerade mysteriös ist, dann ist die Art, wie sie sprechen, mysteriös. Es gibt mysteriöse Soundeffekte und die Musik setzt noch einen drauf. Das ist dann bei mir mittlerweile zu viel. Dann mag ich halt lieber etwas reduziertere Sachen, wie sie dann doch auch leider eher das Radio produziert. Leider lasst das weg, aber man kennt es halt eher von da, aber es vermischt sich immer mehr zueinander. Aber deshalb fehlt mir so ein bisschen der Zugang, wobei ich die Geschichte auch mag, wie sie so episodenhaft immer wieder diesen Fall weiter spinnt. Und man hat ja wie so Monster of the Week, entwickelt sich das schön, also sehr gut geschrieben von Fall zu Fall weiter. Nur wie die Dialoge dann geführt werden, ja, ist nicht ganz meins, aber ich bleibe am Ball und höre mir das immer, damit ich nicht so da stehe wie Martin, warte ich immer ein paar Wochen und merke dann, ach guck mal hier, da kommst, könntest du auch noch mal weiterhören. Und dann habe ich direkt so 3-4 Folgen und bald müsste es ja auch dann auserzählt sein. Irgendwann ist mal zu Ende, ja. Beim April ist Schluss, ja. Ja, okay. Dann warte ich jetzt bis April und höre dann einfach den Rest in einem Rutsch durch. Mach ich mit. Ja, gut. Könnte dann zu viel sein auf einmal. Mal gucken. Ist ja immer nur eine halbe Stunde oder 40 Minuten waren es? 40 Minuten, ja. 40 Minuten. H.G. Francis. Ja, das geht. So, dann auf Platz 7 wieder etwas Non-Kommerzielles, etwas aus dem Radio, etwas, was Ola vor allem auch sehr abgefeiert hat, nämlich Josef Bolz, Who Lives There vom NDR. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Das war tatsächlich ein Highlight noch ganz zum Schluss des Jahres, wo ich draufgestoßen wurde, dass man mir aus dem NDR sagte, hier, hört er mal rein, wir wissen nicht, also ich finde es genial, ich weiß nicht, wie du es finden wirst, aber da haben wir einen neuen Autoren und ich glaube, das könnte was sein. Und ja, so war es dann auch tatsächlich. Das war dann genau mein Ding. Am Anfang habe ich gedacht, so wie ich die ersten Minuten gehört habe, oh, hier, Mann trifft Frau über Tinder und machen ein Date. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt kommt wieder diese gesellschaftskritische WDR-Hörspiel. Wir sind ganz wichtig und ganz am Puls der Zeit. Und dann wurde das Ding dann doch, hat das nochmal einen richtigen Dreh bekommen und wurde mysteriös, wurde abstrus, wurde skurril, zog dann am Ende auch so die ganzen Fäden, die man schon so mit der Musik, die man eingestreut hat, wo man am Anfang auch nicht so richtig wusste, was soll das denn jetzt? Und das an alles so eine Verbindung gekriegt hat und das hat mich tatsächlich ziemlich überrollt noch zum Jahresende und das fand ich tatsächlich richtig gut. Ja, ich hatte es auch gehört, ich habe es auch besprochen. Ich glaube, ich habe es gut besprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Es wäre mir aufgefallen, wenn es nicht so ja, aber ne, danke, danke. Du bist mein ausgelagertes Gedächtnis. Ja. Danke. Ich fand es auch sehr gut. Wir haben das ja im Ortett besprochen, dem 10. Ortett, wenn er mal reinhören möchte. Haben es auch da abgefeiert und da bin dankbar für den Tipp, das wäre an mir echt vorbeigerauscht. Aber das ist ein ganz toller Thriller, wo man am Anfang nicht so weiß, wo es hingeht. Aber es wird, wie gesagt, sehr verrückt, sehr David Lynch-ig, sehr
abgefahren und ja, also das wäre so mysteriöse und wirklich böse Geschichten möchte der, ich glaube, man kann es auch noch downloaden, dem möchte es unbedingt ins Herz legen, genau. Ja, ist noch verfügbar, also in der Mediathek ist noch da. Mhm. Ja, anhören, dringend. Genauso wie euren Platz 6, da auch nochmal 12-fach unterstrichen, den ihr erfreulicherweise erstmal überhaupt in die Top 10 gewählt habt. Das fand ich ganz klasse, das hat mich auch sehr gefreut, nämlich ein kleines, ziemlich fieses, gemeines Stück des SWR, nämlich Niki Steins und Tatjana Nekrasows Streife. Ein ganz, ganz tolles Stück, Krimi, Thriller, Drama, was es jetzt auch immer ist, das ganz unbedarft erstmal daherkommt und einen dann doch ziemlich in den Abgrund reißt, wenn man dann irgendwann mal so begreift, um was es eigentlich geht und was dahinter stecken könnte. Und also das hat mir dann doch, also in dem Moment, wo das passiert ist, ziemlich den Boden weggerissen. Und ja, das war bombenstark, fand ich super und herzlichen Glückwunsch. Finde ich ganz toll, dass das auf Platz 6 gelandet ist und dass ihr das gehört habt. Finde ich super. Ja, also ich finde es auch, es ist ein tolles Hörspiel. Ich habe es heute das erste Mal gehört, weil das völlig an mir vorbeigegangen ist und ich war auch so, was du jetzt gesagt hast, man hört es und denkt, ach ja, also da kommt jetzt so irgendein Fall oder der wird da halt hypnotisiert und erzählt ein bisschen was und dann plötzlich wird das immer krasser und man denkt, was ist jetzt los? Und dann diese Nazis und oh ey, nee, das ist wirklich ein tolles Hörspiel, super gemacht und ja, also ich hätte es höher gewählt von mir aus. Es ist an mir vorbeigegangen, muss ich ehrlich gestehen. Ich muss dann hörst du unbedingt nochmal an. Das sind, glaube ich, so knapp 50 Minuten oder so, also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das war auch sowas, das hatte ich auch, mich hätte das vom Titel her überhaupt nicht angesprochen. Genau. Also das hatte ich so auf dem Player liegen und lag und dann hatte ich dann so einen Moment, da schreit, ach Gott, jetzt hörst du doch mal rein und wenn es nach 10 Minuten nichts ist, machst es wieder aus und das hat sich dann doch zu so einem Knaller entwickelt, was selten passiert, aber wenn es richtig gut ist, dann passiert das so, wo ich dann danach erstmal nichts mehr hören wollte, weil ich dachte, also besser kann es jetzt momentan nicht mehr werden und habe dann 2 Tage mal gar nichts gehört und bevor ich dann mit dem nächsten angefangen habe. Das immer, bei mir ist das immer so ein Qualitätsmerkmal, das setzt sich dann fest und das bleibt dann auch und also das hat mich wirklich so ein bisschen mit offenem Mund zurückgelassen. Ja, ja, kann ich verstehen. Auch dieser Aspekt, dieses Real Life und dieses authentischen, es hat fast so einen Doku oder wie sagt man, so ein Documentary, also so ein aus dem echten Leben so auf die Straße raus und aufgenommen und das kommt da bei dem auch sehr gut rüber. Ich weiß nicht, wie sie es exakt gemacht haben, aber es spielen ja viele Szenen auf der Straße, im Polizeiauto und so und das ist wirklich es klingt sehr natürlich und sehr natürlich aufgenommen. Das ja, dokumentarisch irgendwie. Ja, dokumentarisch, genau. Ja. Ja. Dann kommen wir schon zu Platz 5. Wir nähern uns dem Treppchen. Auf Platz 5 habt ihr etwas Kommerzielles gewählt und zwar von The Aeos. The Aeos hat ja im vergangenen Jahr, ist das überhaupt gestartet im vergangenen Jahr? Also gefühlt ja. Also einmal die Produktion, die ihr auf Platz 5 gewählt habt. Und danach kam dann noch Freizeichen, was auch sehr interessant war. Jetzt vielleicht nicht überbordend toll, aber irgendwie, das war auch eine ganz interessante Idee und spannend umgesetzt. Und ja, auf Platz 5 habt ihr gewählt von The Aeos, beziehungsweise die Geschichte bearbeitet und umgesetzt hat Balthasar von Weimar, Interplanar, Marc Brandis. Der Thron der Nibelungen, was ich sehr gerne gehört habe, vor allem wie originell man da mit dem Stoff umgeht und den aus einer ganz anderen Warte aus erzählt und naja, Balthasar von Weimar, ne, der kann Hörspiele machen und das klingt dann auch richtig gut und das schafft dann auch so eine Welt, in der man versinken kann, in der man gerne versinkt und das kann man sich noch sehr gerne gönnen. Auch hier Glückwunsch zu Platz 5. Glückwunsch. Gratulation. Ich hatte es gehört, so die Begeisterungsstürme hat es jetzt bei mir nicht entlockt. Also das war... Ach, Olaf, danke. Ja, ich bin also alle Leckerfritze. Ja, Entschuldigung. Leckerbären. Ja, ich weiß nicht. Also Olaf, ich bin voll bei Olaf. Ja. Ich habe es gehört. Also ich fand das grundsätzlich originell, dass man halt so quasi Hagen und Siegfried so vom Helden- bzw. Protagonisten- und Antagonisten-Modus einfach mal tauscht. Ja, das war originell, aber das hat mich jetzt nicht über die Story geholfen. Also irgendwie...
irgendwie hat mir so ein bisschen was gefehlt an dem Ding. Ich weiß, kann aber nicht so genau sagen, was es war. Also es war nichts, wo ich gesagt hätte, also da muss ich jetzt unbedingt weiterhören. Ja, das hat bei mir nicht so verfangen. Weil ich habe nur die erste Folge gehört und dann war ich wieder raus, weil wir haben ein altes Problem, Dialoge. Ne? Und dann ich möchte bitte Thomas und Olaf beispringen. Okay. Weil kann ich etwas ausholen, also ganz kurz. Ja. Also ich hole kurz aus, aber heftig. Weil eines meiner absoluten Lieblingshörspiele ist die Siegfried-Fassung von Konrad Halver. Die kennt ihr sicher alle, sehr schwülstig aus den frühen 60er Jahren. Ich liebe diesen Nibelungenstoff und da habe ich eigentlich gedacht, da kann man nicht so viel kaputt machen. Ich finde es technisch auch sehr toll, aber es sind die Dialoge und es ist die Sprache der Figuren. Wir waren ja bei Greuel vorhin auch. Da wird dann wirklich von Trainieren gesprochen im 9. Jahrhundert oder so. Oder die Frauen sind alle so emanzipiert und sind alle so tough und so. Das ist wie wenn in einem schlechten Historienroman eine schwangere Frau sagt, soll ich abtreiben oder mich scheiden lassen? So, also wenn man so schlechte Historienromane liest, ne? Und das hat mir sehr sauer aufgestoßen, weil das passt einfach nicht. Die Figuren sind zu jetztzeitig. Es kann nicht jemand Gedanken haben vor 1000 Jahren, die man frühestens im 19. Jahrhundert oder im 20. Jahrhundert hatte. Und das hat mich sehr, sehr geärgert. Und da habe ich dann irgendwann ausgemacht, weil das fand ich nicht gut. Also das, auch wenn es technisch echt gut war und die Sprecher sind toll und so, aber das nervt mich dann. Wenn ich es ansetze im Mittelalter oder sonst was, dann sollen die Leute sich auch so verhalten und so sprechen und so. Und das hat mich wirklich, ich hab mich gefreut, weil wie gesagt, Nibelungenstoff ist immer gut, aber das war nix, leider. Ach, Jollen Meckerbären. Ja, schlimm. Wir kommen zu Platz 4. Das ist das einzige Hörspiel, das ich nicht gehört habe tatsächlich, weil ich mich schon ein bisschen auf Olaf verlassen habe. Den alten Mecker-Fritz. Den alten Mecker-Fritz und der nicht so begeistert war, weil ich dachte, ach komm, das in dem Wust an Hörspielen kann man auch mal eins auslassen. Platz 4 habe ich ausgelassen. Ihr habt es auf Platz 4 gewählt, nämlich Ursula Posnanskis Kryptos, die RB-Produktion. Auch hier herzlichen Glückwunsch, ungehörterweise bei mir. Ich fand's gut. Ich fand die Serie gut. War so, ja, sie ist ja Jugendautorin und ich finde, das passt völlig in diese Genre. Ich habe damals ihr Erebos gelesen. Da war ich auch ziemlich begeistert, weil sowas erwartet man ja denn eher von den Amerikanern. Also jedenfalls hat man so die Erwartungshaltung und das dann eine Österreicherin ist sie, glaube ich, ne? Oder Deutsch? Ja, Österreicherin, ja. Österreichische Schriftstellerin, ja. Also ist eine runde Serie, Science-Fiction, runde Geschichte. Kann man sehr gut weghören. Da kann ich mich ausnahmslos anschließen. Das ist genauso das. Das tut keinem weh. Das ist aber jetzt auch kein herausragend super produziertes, tolles Ding. Aber es ist echt eine ganz runde Geschichte. Liest sich vom Klappentext erstmal wie ein Öko-Thriller, aber ist es gar nicht so unbedingt. Und es geht dann mehr um diese virtuellen Welten und die Verstrickungen. Wenn man dann erstmal drin ist, ist es ja doch, dann springt es von Fantasy in was anderes rein und holt damit auch dann jüngere Hörer ab. Hat nicht so den Riesentiefgang. Man riecht schon so ein bisschen, wohin das laufen könnte nach 2 Folgen von diesen. Ich glaube, 6 haben sie es gestückt. Ja. Fand das aber auch echt gut. Mir hat das gefallen. Kann das auch gar nicht niemandem ausschlagen oder würde sagen, bloß die Finger weg von dem Quatsch. Ja. Wer sich von der Inhaltsbeschreibung was verspricht, der kann das gerne hören. Also ich habe es meiner Tochter empfohlen. Die ist jetzt 20, also wird 20 und ja, das ist einfach, weil es einfach sich gut hört und kann mir auch vorstellen, dass junge Leute da auch noch, also jüngere, dann noch mehr so einen Zugang haben. Ja, ich glaube, das tatsächlich. Also ich glaube, ich bin da tatsächlich auch zu alt für. Also ich gehöre da wahrscheinlich nicht mehr zu der Zielgruppe, die hier mit angesprochen wird. Also keine Meta-Quest 2 zu Hause und nein, tauchst in virtuelle Welten ab. Okay. Bin ich ganz raus. Ja, wir kommen zum Treppchen. Euer Treppchen. Es bleiben noch 3 übrig. Sehr, sehr knapp. Und ich lasse einfach. Oh, ja. Auf Platz 3 habt ihr gewählt ein Hörspiel des WDR. Kommen 2 in Frage. Und zwar Anne M. Kessels Anne Bonny, die Piratin. Herzlichen Glückwunsch. Genau, ein kräftiges Arr. Ja, ein Piratenhörspiel. Wie fandet ihr denn das Piratenhörspiel? Also ich fand es gut und unterhaltsam, aber jetzt nicht überragend. Also ich hätte es nicht in meine Top 5 oder Top 10. Ich fand es gut gemacht, aber die insgesamt... Ja, kann man gut weghören, aber nicht außergewöhnlich so. Aber schön, wenn es den Hörern so gefällt. Es ist, glaube ich, auch gut gelaufen, denn man kann es auch als Podcast abonnieren. Ja, also war okay, kann man gut weghören. Mir hatte das zu wenig düstere Schauseiten irgendwie. Also
war dann doch zu heldinhaft, fand ich, wie es da ist. War das so, was mich auch gestört hatte, ja. Und wenn man den Charakter noch ein paar Mal gebrochen hätte, ja, aber so war es mir ein bisschen zu einfach insgesamt. Ich glaube, es ist auch eher eine jüngere Zielgruppe, oder? Ja. Würde ich jetzt da weiß ich es nicht. So wie die Ansprechhaltung auch der Figuren. Ich fand Anne Bonny auch nicht schlecht, sagen wir mal so. Das ist wohlwollend gemeint. Das ist sehr populär, populistisch. Naja, populistisch ist Quatsch, aber es ist so Popcorn-Kino, Avengers-Film mäßig, glaube ich. Obwohl ich nie so einen Avengers-Film gesehen habe, muss ich es auch mal zugeben. Aber ich behaupte einfach mal, es könnte so sein, wenn es als Hörspiel wäre. Es haut halt drauf, es ist laut und will lustig sein, hat so einen kecken Charme, ordentliches Tempo auch drin und ja, mit einem sehr taffen Frauenbild, mit dem ich mir auch ein bisschen schwer tue, aber nicht allgemein, sondern weil es eben historisch um die Figur Anne Bonny geht und vielleicht mag die auch so gewesen sein, aber sie wirkt so ein bisschen reingebeamt in diese Zeit, was ja auch nicht verkehrt ist. So als Story fand ich es jetzt trotzdem ganz gut und weil ich dann sowieso mit Thema Piraten in der Zeit, als ich es gehört habe, das war ja so Anfang letztes Jahr, würde ich mal behaupten, mehr so Frühjahr noch, da war ich da eh thematisch unterwegs, da hat mir das wunderbar reingepasst, um dann so ein bisschen diese Figur nochmal mitzubekommen und dann Versatzstücke und diese ganze Welt. Also wer so Fluch der Karibik mag, der ist hier sehr gut aufgehoben, glaube ich. Und Jürgen Thormann als Ansager und der Ankündiger dieser Person in jeder Folge für 10, 20 Sekunden ist auch allein, dafür kann man schon mal reingehört haben. Ja, jetzt wird spannend. Jetzt entscheidet sich's, wer auf Platz 2 und wer auf Platz 1 ist. Auf Platz 2 habt ihr ein sehr schönes Hörspiel gewählt, wo ich ein Riesenfan von bin. Noch nicht viel. Wo ich ein Riesenfan von bin. Ein Hörspiel, das länger angekündigt war und ich mir dann schon mal gedacht habe, na, ob das was werden kann, das ist vor allem von, okay, jetzt ist die Katze aus dem Sack, von Leuten, von denen man jetzt vorher noch nicht so wirklich was gehört hat im Hörspielbereich, ob die dann auch noch so einen Stoff, der ja doch sehr berühmt ist im Hörspielbereich, auch adäquat umsetzen können. Und dann kam Paul Temple und der Fall Valentine raus von Francis Durbridge, das Original von Heilbronnywood, umgesetzt bei Pinax erschienen, heraus. Und ich muss sagen, ich war hin und weg. Es ist kein Goethe, es ist kein, ne? Ich muss immer sagen, aber es ist Paul Temple und das ist aller Ehren wert, wenn man Paul Temple in dieser Lebendigkeit, mit diesem Wumms, mit dieser Werfe, mit dieser tollen Musik wirklich in diesem Spirit so umsetzen kann, was ich nicht für möglich gehalten hätte, dass das so machbar ist in der heutigen Zeit nochmal und mich dadurch so überraschen kann und mir so eine Freude bereiten kann. Das ist sehr schön und ich gratuliere allerherzlichst Heilbronnywood zu diesem für mich wohlverdienten zweiten Platz. Ich weiß, da gehen die Meinungen bestimmt auch auseinander. Aber ich bin im Herzen immer Paul Temple Fan gewesen und habe mich sehr, sehr gefreut, dass das so schön umgesetzt wurde und gratuliere recht herzlich. Ja, kann ich voll verstehen. Also es ist tatsächlich, hat man das Flair der alten Hörspiele richtig gut eingefangen und auch wieder aufs Band gebracht. Da hat sich wirklich jemand ganz viel Gedanken gemacht im Hintergrund, wie man das inszeniert und was man erzählt und ja, wie man besetzt. Also das fand ich schon ziemlich gut. Es gab einen Sprecher, den ich nicht so toll fand, aber alles andere war wirklich aller Ehren wert. Ich fand als Erstling war Valentine tatsächlich richtig gut. Von der Story her hätte ich natürlich den zweiten weiter vorne gesehen, weil das halt wirklich so überraschend war, dass sich Durbridge so quasi selbst auf den Arm nimmt mit diesem Stoff und das hat mir eigentlich inhaltlich noch besser gefallen, aber so von der Machart waren sie eigentlich alle drei, muss man sagen, aller Ehren wert und ja, das hat mich auch sehr gut unterhalten. Ich bin auch sehr begeistert. Das war so ein Geheimtipp erstmal, so ein, ach ja, die wollen neue Paul Temples machen. Und ich kannte die Macher nicht, ich kannte wenige der Sprecher, ich wusste gar nichts davon. Und dann war ich auch sehr positiv überrascht über die erstmal die 75 Minuten, die das Ganze nur dauert, also die wirklich eine Story in so eine knackige Zeit reinbringen, wie das auch geschnitten ist und gemacht ist. Also es behält den Geist der alten Stücke, aber es wird eben in der Weise modernisiert, dass sie eben nicht mehr stundenlang mit dem Auto durch die Gegend fahren oder wie ja die alten, was ja viele an den Klassikern schätzen, sind eben diese langsamen und behäbigen Erzählweisen. Und man hat sogar geschafft, in diese 75 Minuten Dinge auch so Cliffhanger reinzubauen, dass alle 10 Minuten oder alle 20 Minuten irgendwas passiert und dann ist man gespannt, wie es weitergeht. Ich finde die auch alle drei wirklich großartig und die Sprecher finde ich auch alle gut.
vor allem die beiden Hauptdarsteller, also Steve und Paul, ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass da, ich weiß nicht, ob es noch Stoffe gibt, die noch vertont werden könnten oder müssen. Also ich freue mich da jederzeit, wenn es weitergeht. Und wer die alten Sachen mag, soll gern da reinhören. Es ist anders, aber behält eben diesen Spirit und ja, dafür echt Hochachtung und Glückwunsch zum zweiten Platz. Ich habe das in 8 Teilen gehört und die waren immer so. Der Teil dauert länger, ich wollte auch gerade sagen. Also, bring ich jetzt was durcheinander? Ich habe jetzt den einen Kopf, der wirklich. Der dritte ist 75 Minuten. Ich habe jetzt den einen Kopf, der 75 Minuten dauert und der war, gut, dann ziehe ich den heran. Mhm. Da fand ich es halt gut, dass man das in die knappe Zeit geschafft hat. Ja, dann korrigiere ich mich, aber dennoch finde ich es super produziert und ja, Glückwunsch. Also euch hat das nicht gestört, dass ihr den Stoff nicht, also ich hätte so erwartet, dass sie den so ein bisschen neu beleben und nicht einfach nur das Alte nochmal machen. Aber das ist sozusagen das, was ihr so erwartet habt, weil ihr Fans der alten Sachen seid, wolltet ihr es einfach nochmal aufpoliert hören. Kann man das so sagen? Ja, ich weiß nicht. Temple in die heutige Zeit holen, ich glaube, das geht, glaube ich, mit Sherlock hat es auch geklappt. Dark Temple. Dark Temple, ja. Dark Temple. ich weiß es auch nicht. Ich kann das auch verstehen, dass man einfach was man vielleicht schon früher geliebt hat und wenn man es dann nochmal neu hört, einfach nochmal frischer, ein bisschen aufgepeppter, dass man sich dann so freut. Das kann ich total nachvollziehen. Ja, aber man kann bei sowas auch so viel falsch machen. Man kann zum Beispiel irgendwie 112-jährige alte Sprecher reinholen, die dann ihre alten Rollen nochmal schlüpfen oder irgendwie so zu tun, als wäre man noch in den 80ern oder in den 60ern. Und das tun sie eigentlich abhusten. Höre ich wieder Worte? Nee. Okay. Ich fand das so interessant, dass man den Ton so getroffen hat. Also das war... Also ja, allein die Musik zum Beispiel. Das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können. Also wenn man sagt, man will das so kopieren. Ich meine auch, da kann man viel falsch machen. Ja, und das haben sie dann nicht geschafft. Klar, wenn man es, man kann es natürlich, wie Thomas, ist zumindest ein Gedanke wert, man hätte das Ganze auch neu beleben können. Ist halt die Frage, ob man damit dann jemanden erreicht oder ob man dann nicht, ich meine, es ist ein kommerzielles Label, die wollen natürlich auch verkaufen und richten sich wahrscheinlich an die alten Fans. Hm, nee, verständlich, klar. Ja. Nicht, dass die Opas dann auf die Laternen steigen. Mhm. Ja. Was habt ihr mit unserem Paul Temple? Fangen wir so einen wild gewordenen Paul Temple-Fan wieder. Ja, ich wäre auf die Straße gegangen. Ja. Okay, gut. Nein. Ja, damit ist es raus. Wir wissen, ihr wisst, was auf Platz 1 ist. Und wir haben schon das eine oder andere Wort verloren im Laufe dieses Podcasts jetzt. Ja, es ist herzlichen Glückwunsch. Sie haben es wieder geschafft. Edgar Linscheid und Stuart Kummer. Nächstes Jahr dann vielleicht das Triple. Mal gucken. WDR-Produktion Greuel. Allerherzlichsten Glückwunsch auf Platz 1. Euer Platz 1. Und ja. Yeah. Glückwunsch. 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 Applaus. 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 Möchte Thomas noch was sagen? Ja. Nee, ich möchte nichts mehr sagen. Ich werde doch nicht den Sieger angreifen. Um Gottes Willen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ihr habt das wie jedes Jahr, finde ich, ganz fantastisch gemacht und tiefste Verneigung vor euch auch. Ich finde das super, wie jedes Jahr eigentlich. Ja, aber auch mal tiefe Verneigung an euch zwei, wie ihr das alles hört und dann in Listen parkt und wieder hochladet und wo irgendwo online stellt und abstimmen lasst und sammelt und auswertet und so weiter. Ja, auch mal, ich glaube, stellvertretend für eure Hörerschaft. Vielen Dank für diese ganzen Mühen jedes Jahr. Ja. Also nicht für die normalen Folgen, sondern auch jetzt speziell für dieses Jahreshighlight und dass ich hier dabei sein durfte und hier auch Thomas und Markus bestimmt. Vielen Dank. Ja, das ist wirklich das ist die große Umarmungsrunde. Ja, so froh, dass ihr dabei wart, dass wir da nicht immer allein durch müssen. Ja, gerne. Kontrovers. Ja, endlich mal, weil der Kontrovers-Button, der ist im Keller irgendwo. Sonst ist ja fast immer langweilig dann. Ja. Und zur Feier des Tages hatten wir Edgar Linscheid und Stuart Kummer auch zu einem kurzen Interview gebeten. Und das könnt ihr jetzt hören. Und wie gesagt, da sind die beiden. Herzlichen Glückwunsch, Stuart Kummer und Edgar Linscheid, erneut. Ihr habt euren Platz 1 aus dem vergangenen Jahr tatsächlich verteidigt. Das ist wirklich unfassbar. Erstmal herzlichen Glückwunsch und eine Runde Applaus. Vielen Dank.
Ja, super, ja. Fantastisch. Wir freuen uns sehr. Ja, wir uns auch, dass ihr da seid, auch jetzt. Und uns Rede und Antwort steht. Nein, wir machen das ganz entspannt, wie immer. Ich hätte zu Beginn eine ganz pauschale Frage. Und zwar, das ist ja jetzt rein vom Thema her doch ein bisschen was anderes als das, was man so bislang von euch kannte. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, auf diesen Genre-Mix, der, wie gesagt, durch das in Tüttelchen Fantastische, die Tüttelchen weiß jeder, um was es geht, wer es gehört hat, plus Name der Rose, wie seid ihr denn auf diesen verrückten Genre-Mix gekommen? Also ich glaube, das kam, wie so häufig bei unseren Ideen, wenn wir an was ganz anderes denken. Ich glaube, das war 2017 und da waren wir im Grunde mittendrin in der Vorbereitung und im Plotten und im Schreiben von Cayman Club. Und wie das dann so ist, wir telefonieren dann miteinander und tauschen Ideen aus und irgendwann sagt einer, Mensch, mir fällt gerade was ein, das passt jetzt gar nicht dazu, aber ich sag's mal, damit es nicht in Vergessenheit gerät und ich kann auch gar nicht mehr sagen, wer von uns beiden das war. Und das war eben diese Idee zu Gräuel und ich glaube, das rührt ein wenig daher, dass wir beide, du hast es eben schon angesprochen, den Namen der Rose sehr, sehr gut finden, sowohl Buch als auch Verfilmung und dass wir beide auch das Game of Thrones Universum sehr, sehr gut finden. Und wir haben uns überlegt, dass in irgendeiner Art und Weise eine Mischung da ganz cool wäre und mit diesem kleinen, ich weiß nicht, ob ihr da noch drauf zu sprechen kommt, aber ich nehme es jetzt mal vorweg. Es ist ja ein bisschen Krimi dann noch dabei und es fängt an wie so ein klassischer Whodunit und den wollten wir aber eben nicht über 8 Folgen erzählen, den Whodunit, sondern wollten eigentlich schon relativ früh damit rausrücken, wer es ist und dann eine ganz andere Geschichte erzählen, die aber hoffentlich genauso spannend ist. Das ist ja, fand ich, eins der unglaublich cleveren Sachen an diesem Ding eben, dass die Katze doch schon relativ früh aus dem Sack gelassen wird und da eben was anderes erzählt wird, ja. Das fand ich auch sehr spannend. Das war auch tatsächlich so das Moment, wo ich schon nach 20 Minuten dachte, also das wird was Großes tatsächlich, als das schon quasi so an den Anfang gestellt wurde und man dann unheimlich schnell in diese Story reingezogen wurde. Ja, das war schöner Kniff. Das heißt also, das gärt seit 2017 schon bei euch. Ja, das wurde dann mal auch ein bisschen liegen gelassen, mal war es wieder da. Aber so entstehen die Sachen eigentlich meistens. Die brauchen dann doch irgendwie eine längere Rampe, bis sie dann umgesetzt werden. Und manche Sachen bleiben auf der Strecke und manche können wir umsetzen. Oder wollen wir dann umsetzen und bleiben dabei. Und manche Ideen kommen genauso und dann merken wir, dass es vielleicht doch nichts ist. Oder dann ist es plötzlich nicht mehr so, passt nicht mehr in die Zeit. Sowas gibt's auch. Also, ne? Und manche überleben halt. Und da wir noch die anderen Sachen gemacht haben, muss es dann immer mal hinten angestellt werden und dann wird es wieder vorgekramt. Und dann sind wir ja auch ständig im Austausch mit Nathalie Challis aus der Redaktion. Ne? Und ja, dann ist sie auch mal von dem einen mehr begeistert als von dem anderen. Und so hat das auf jeden Fall überlebt. Wie seid ihr denn auf sie zugegangen? Weil das ja tatsächlich mal was ganz anderes ist. War sie da nicht total erstaunt, beziehungsweise stand dem erstmal skeptisch gegenüber? Oder? Im Gegenteil. Hat ihr da so viel? Ne. Ja, okay. Ja, absolut. Vielleicht war es auch gut vorgetragen, aber nein, da ist sie wirklich sehr offen. Da gab es eigentlich bisher nie irgendwas, wo sie gleich gesagt hat, spinnt ihr denn oder so, sondern sie ist sowieso erstmal sehr offen für alles, was wir mit ihr besprechen und trotzdem bleibt mal irgendwas dann hängen und manches fällt durch, aber erst einmal gibt es keinen, das ist ja auch gut, es wäre ja blöd, wenn man immer gleich, nee, das geht deswegen nicht oder so. Da erstmal steht die Tür da weit offen und dann kommt man weiter ins Gespräch. Und ja, das war von Anfang an, da war sie von Anfang an ziemlich begeistert von. Ja. Ja, das kennt man ja so vom Radio nicht, weil das ist ja doch, ihr habt ja mit euren bisherigen Produktionen dann doch schon so eine gewisse Erwartungshaltung, die ja mit dem Stück in irgendeiner Form unterlaufen wird, weil das ja halt was ganz anderes ist. Und normalerweise hätte ich jetzt vom Radio vermutet, dass man da erstmal mit einer gewissen Skepsis rangeht und so lieber so bei dem Gewohnten bleibt. Ja, aber das ist cool. Das zeichnet Nathalie dann auch wieder aus, dass sie nicht immer auf dasselbe Pferd setzt oder sagt, mach das bitte so wie das andere, weil das hat ja gut funktioniert, sondern hat auch Lust, neue Wege zu gehen. Und das hat ja funktioniert. Ja, das ist ja schön, dass es sowas auch gibt. Ja. In Radio. Und das Coole ist eben, dass wir auch gar nicht irgendwie sagen, lass uns mal was ausdenken, um neue Wege zu gehen, sondern uns fällt was ein und wir
klopfen das ab, ob wir da beide Bock drauf haben, das zu erzählen, weil darauf kommt es ja an. Das sind dann ja auch irgendwie 8 Stunden, also nicht 8 Stunden Material, aber 8 mal 55 Minuten. Und da würde es dann doof sein, wenn man diese 8 Sendeplätze hat und nach 4 Stunden Schreiben merkt man, es ist aber gar nichts mehr übrig, was man noch erzählen möchte. Und deswegen sind wir auch gegenüber uns selbst immer oder unseren Ideen immer eine harte Tür. Aber das war schon irgendwie was, wo wir von Anfang an eigentlich so also kann man das irgendwie in 3 Sätzen erzählen für uns? Also dürfte man jetzt hier nicht erzählen, weil dann verrät man das Ende und das wäre schade für alle, die es vielleicht noch hören wollen. Aber kann man es in relativ wenigen Sätzen erzählen und löst das bei uns so die Gier aus, das weiter zu erzählen? Ein ganz tolles Element in der Story fand ich ja diese Gegenüberstellung, diese Klosteranlage und dieser, ich nenne es mal Naturreligiosität, die in dem Dorf herrscht und wie die aufeinander geprallt sind. Das fand ich sehr, sehr faszinierend, wollte ich nur mal so fallen lassen. Das war eins von den Sachen, die mich am meisten begeistert haben, tatsächlich an dem Ding. Was natürlich dann auch nochmal schön gebrochen werden kann, diese Düsterheit, die hinter dieser Klosteratmosphäre ist, die man natürlich trotzdem schon ahnt, aber was halt dann nochmal irgendwie schöner hervorgekehrt wird, dadurch, dass man diese Naturreligiosität dem Ganzen gegenübersetzt. Das fand ich stark an der Geschichte. Also einer der ganz starken Sachen. Neben den tollen Charakteren, die ihr euch da ausgedacht habt, die sind ja auch der Knaller. Ja, das ist cool natürlich, dass dir das gefällt. Das ist so ein bisschen dieses kleine gallische Dorf auch, ne? Das Element, das Dorf im Zirnertal, so ein bisschen abgeschlossen und rundrum ist eigentlich alles christianisiert schon seit einiger Zeit im Mittelalter und die wollen aber nicht, sondern die sind zufrieden mit ihren Göttinnen und Göttern und auch mit ihren Legenden, die dann ja immer noch mitschwingen, was ja auch eine Rolle bei uns spielt im Hörspiel und demgegenüber eben eigentlich diese kirchliche Übermacht, die aber in diesem kleinen Kosmos Zirnertal überhaupt nicht übermächtig ist, weil die Kirche oder die Mönche ja auch ein bisschen angewiesen sind auf die Dörfler, die wissen, wie man da den kargen Boden bewirtschaftet, um da überhaupt irgendwelche Pflänzchen rauszuziehen. Und ohne diese Symbiose im Grunde, die nicht auf Glaubensebene stattfindet, aber so auf der menschlichen Ebene erstmal, also das Grundsetting, was dann natürlich gebrochen wird durch diesen Kriminalfall, fanden wir ganz spannend. Ne? Also 2 gegensätzliche Welten, die aber irgendwie voneinander abhängig sind. Jetzt ist das ja ein relativ großes, umfangreiches Hörspiel geworden. Wie ist das denn? Ihr habt ja schon gesagt, Natalie Jullies war da sehr angetan, aber da gibt es ja dann noch mehr in der ARD. Wahrscheinlich ist das ja auch von Hierarchien durchwoben, die da überall mitnicken müssen. War es da hier einfacher, das Ganze durchzukriegen, weil die ARD im letzten Jahr dann doch viel auf dieses serielle Erzählen geguckt hat? Oder meint ihr, das hat damit gar nichts zu tun? Das kann ich ehrlich gesagt nicht beantworten. Okay. Weil ich nicht weiß, das weiß ich nicht. Du, Edgar? Nee, ich weiß es auch nicht. Ich fand den Prozess unkompliziert. Der Prozess war im Grunde so, wie unsere Prozesse häufig sind mit Natalie. Wir stellen ihr was vor und sie sagt, cool, also entwickelt das mal weiter. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und so war es jetzt auch. Also ich fand den Prozess nicht, also von meiner Seite aus, du hast ja so hat noch irgendwie die Regie-Seite und die ganze Produktion hinten dran. Da kann ich natürlich nichts zu sagen, aber der Entscheidungsprozess, dass das gemacht wird und der ganze Schreibprozess und Abstimmungsprozess danach war nicht viel anders als bei Cayman Club zum Beispiel. Okay. Habt ihr denn beim Schreiben, also bei 1-2 Rollen, fand ich das irgendwie sehr prominent oder stelle ich mir zumindest so vor, auch Stimmen schon im Kopf? Ja, jetzt bei einer, also wenn Cayman Club zum Beispiel fortgesetzt wird, dann ist es einfacher, wenn man dann die Stimmen aus der ersten Staffel im Kopf hat, ne? Ja. überhaupt weiterzuentwickeln und dann ist es sehr viel einfacher. Hier stand noch nichts während des Schreibens, stand noch keine Rolle fest, aber wir hatten natürlich ein Wahnsinnsglück, all die tollen SchauspielerInnen zu bekommen und das hat es alles noch sehr lebendig gemacht. Das ist ein Riesenglücksfall gewesen, hier mit dieser Wahnsinnsbesetzung, das füllen zu können, so, ne? Also das umsetzen zu können. Ja, das ist ja auch tatsächlich Wahnsinn, was
Also es ist ja schon mal ein Riesencast und der dann auch noch durch die Bank sehr prominent besetzt ist. Also das ist, hat das ja bei der ARD dann schon mal gerne. Also entweder sind es dann nur drei Sprecher oder wenn es viele sind, dann ist so ab Platz 5 alles mit Schauspielschülern besetzt. Also von daher ist es, hat das schon mir ganz schön Respekt abgenötigt. Ja, da haben wir aber auch einfach wirklich Glück gehabt, dass so viele Leute Zeit hatten, dass sie auch Lust drauf hatten. Und ja, also das war ein Geschenk und einfach auch eine wirklich tolle Stimmung während der Aufnahmen. Wir hatten das Glück, dass wir wieder ein bisschen, es waren nicht die normalen Umstände, wie wir früher vor Corona aufnehmen konnten. Mhm. Jetzt waren wir noch eingeschränkt. Es gab eine gewisse Anzahl von SchauspielerInnen, die nur in einem Studio sein durften. Wir mussten manchmal dann über Kopfhörer verbunden, dann im Nebenstudio auch noch jemanden platzieren und dann konnten sie sich wenigstens hören, aber es war nicht möglich, richtige Rangeleien oder so, die durften sich nicht zu nahe kommen. Das schränkt schon das Spiel ein bisschen ein, aber das hat hier fast immer hervorragend trotzdem geklappt, weil wir zusammen sein konnten und im Ensemble aufnehmen konnten, was einen Riesenunterschied macht. Ja, ich finde, die Spielfreude hört man auch gut durch und es hat insgesamt einfach wahnsinnig Spaß gemacht, das umzusetzen. Ja, da ist noch mal eine ganz andere Lebendigkeit dann da. Auf jeden Fall. Ja. Eine Frage. Ihr seid ja jetzt erneut habt erneut das Hörspiel des Jahres gerockt und dieses Mal ja mit was schon, finde ich, deutlich anderem, was den Stoff anbelangt. Hättet ihr das denn für möglich gehalten? Ich meine, ihr habt ja ein gewisses Standing mittlerweile und das ist euch bestimmt auch bewusst, dass euch gerne zugehört wird. Aber wie gesagt, hattet ihr die Vermutung, dass es vielleicht ein bisschen Wagnis ist, sowas mehr in die Richtung zu machen? Oder hat das überhaupt gar keine Rolle gespielt, weil die Idee da war und ihr wolltet das umsetzen, weil ihr es geil fandet? Oder ja, seid ihr jetzt überrascht? Also wir sind natürlich überrascht, dass wir nochmal den ersten Platz bekommen, weil, also wie vermessen wäre man denn bei den vielen Hörspielen, die in einem Jahr herauskommen? Ich weiß nicht, ich glaube, ihr sagt ja immer so, um die 1000 sind es so am Anfang, ja, oder? 1100 ungefähr sind es, ja. Ja, die wir in der Liste hatten, ja. Also. Die wir in der Liste habt, genau. Mhm. Aber also wer weiß, wie viele da noch rauskommen. Und ich fand jetzt 2022 ein richtig starkes Hörspieljahr. Da gehen ja die Meinungen auch ein bisschen auseinander. Aber ich finde gerade, was die Öffentlich-Rechtlichen so auf den Markt geworfen haben, das konnte sich schon sehen. Und auch so Sachen wie Dark Holmes finde ich jetzt persönlich ziemlich gut. Also erstaunlich, dass es dann doch noch mal eine Umsetzung vom Holmes-Stoff gibt, wo einem nicht das Gesicht einschläft. Also ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist, ne, also Studie in Scharlachrot ist dann schon irgendwie, hat man dann schon ein paar Mal gehört. Aber nee, überhaupt nicht. Wir haben nicht damit gerechnet und freuen uns aber tierisch darüber einfach. Ich habe jetzt den zweiten Teil der Frage vergessen, sag nochmal. Wegen des Genres, sage ich jetzt mal. Also weil ihr ja dieses Mal ja auch was anders gemacht habt. Also ob die Vermutung da war, ob das vielleicht eine andere Hörerschaft anspricht oder ob da die Hörerschaft, die ihr bislang hattet, vielleicht ein bisschen vom Kopf gestoßen wird oder so, ist es ja nicht. Also eigentlich ist die Frage auch Quatsch. Also kann man, finde ich schon eine gerechtfertigte Frage, aber da ist es tatsächlich so, wie eben schon beschrieben, wir checken das erstmal bei uns. Also haben wir da Bock drauf, das zu erzählen? Können wir das uns auch gut als Hörspielstoff überhaupt vorstellen? Und ich glaube, da waren wir auch beide von Anfang an begeistert, mal so ein Mittelalter-Ding zu erzählen, eben mit den ganzen Geräuschen, die es nur da gab, ne? Also nichts Elektronisches, sondern wirklich nur Pferde, Insekten, Zirpen, so Fackeln, die im Kloster an der Wand hängen und knistern, sehr viel Holz, sehr viel Stahl, Waffen und so weiter. Das ist halt spannend akustisch und von der Geschichte her fanden wir es auch cool und wir haben uns da jetzt nicht so, glaube ich, Stuart, korrigier mich, aber Gedanken um Zielgruppen gemacht und da hatten wir natürlich dann auch das große Glück, dass Nathalie auch eher auf den Stoff guckt und sagt, ja, das klingt irgendwie cool, lass uns das machen und nicht mit irgendwelchen Excel-Tabellen dasteht, wo jetzt Zielgruppen draufgeschrieben sind, von denen man einen gewissen Prozentsatz erreichen muss, sondern wirklich Lust hat, gute Hörspiele zu erzählen. Ja, und hat sich mir zum Beispiel auch schon gezeigt, dass das eines der wenigen Hörspiele ist, wo tatsächlich noch drüber geredet wurde. Also das hat man auch tatsächlich eher selten. Also meistens kommt ja irgendwas raus und dann gibt es ja vielleicht mal zwei Daumen hoch und das war es dann schon an Meinung, was dann zurückkommt. Und hier wurde sich dann auch mal intensiv damit befasst.
gepasst und es gab dann auch ein paar kritische Stimmen, also nicht allzu kritische Stimmen, aber es gab immer so ein paar so Sachen, die angemerkt wurden, halt, dass die Lösung manchmal schon so direkt an den Anfang gestellt wurde. Das hat so einigen so ein bisschen ein Fragezeichen ins Gesicht gezaubert und das bot halt relativ viel, worüber man diskutieren konnte. Und ich glaube, das war dann auch was so den Erfolg so ein bisschen mit ausgemacht hat, dass viele dann sich haben anstecken lassen und dass dann auch plötzlich eine Welle gab, dass da plötzlich eine große, breite Menge an Zustimmung gab und das auch immer neue Leute animiert hat. Und dass das auch so prominent dann in der ARD-Audiothek mittlerweile verfügbar ist. Also die machen ja da in der ARD-Audiothek jetzt doch relativ viel. Das Ganze publik zu machen, das hat dann auch, glaube ich, ganz gut getan. Auf jeden Fall. Es ist wirklich erstaunlich, was da gerade rausgebracht wird an Serien und dass auch, naja, die Lust auch da ist. Also neben ernsten Stoffen, die es auch geben muss, finde ich, gerade in dem öffentlich-rechtlichen Bereich, aber eben auch die Lust auf Unterhaltung immer größer wird, nicht nur bei den Hörerinnen und Hörern, sondern auch in den Redaktionen. Die haben eben auch Bock, mal was zu erzählen, was eher U als E ist. Das ist auch erstaunlich und da freuen wir uns natürlich drüber. Ja, ich glaube auch, man hat mittlerweile gemerkt, es ist gar nicht so schlecht, wenn die Leute es auch hören. Macht auch irgendwie Laune dann. Ich finde aber auch wichtig, also ne, es muss auch diese nischigen Sachen geben und Hörspielkunst und so, da bin ich gar nicht, das möchte ich gar nicht kleinreden, auch wenn das dann vielleicht nicht die Hörerschaft erreicht und auch wenn da vielleicht dann Leute nach 3 Minuten ausschalten und sagen, das kann ich mir nicht anhören, finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig, dass es das auch gibt. Wir sind aber tatsächlich eher so ein bisschen, glaube ich, die Unterhaltungsleute, klar, also bei Cayman Club zum Beispiel kommt dann ja auch so ein bisschen Politik rein und Lobbyismus und so weiter. Da hat man dann noch so ein bisschen den Bildungsauftrag erfüllt vielleicht, aber ansonsten haben wir halt auch Bock auf Mittelalter und Schwerterkämpfe, wie man sieht. Ist gut so. Man kann ja trotzdem das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also von daher, es ist ja Platz. Also es werden ja immer noch Hörspiele produziert im Öffentlich-Rechtlichen und man muss ja nicht nur für die Karlsruher ARD-Hörspieltage produzieren, sondern man kann ja auch vielleicht mal was für die Hörer produzieren. Von daher ist es ja gar nicht schlecht und das macht ja 1Live jetzt schon jahrelang, war ja immer so ein bisschen Einzelgänger und mittlerweile hat man so den Eindruck, naja, so in der ARD, so der ein oder andere entdeckt das Thema jetzt auch für sich. Merkt ihr eigentlich, dass damit auch neue Konkurrenz für euch kommt oder ist das gar kein Thema? Na gut, bei eurer Erfolgswelle wahrscheinlich eher nicht, oder? Es ist schwer, von Konkurrenz zu reden, ne? Okay. Oder? Also ich empfinde, das ist nicht spürbar. Ist schwer zu sagen. Ich freue mich jetzt zum Beispiel auch für Martin Zilker, für den Kollegen, der 2-mal in den Top 10 vertreten war jetzt. Und soweit ich das mitbekommen habe, hat ihm Ann Bonny auch richtig Spaß gemacht. Und wir haben uns gegenseitig in den Studios besucht. Und das ist auch eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Serie geworden. Ne? Ja. Das ist auch richtig ordentlich eingeschlagen, was super ist, finde ich. Ja, und es ist ja auch doch eher weit weg von dem, was man in der ARD sonst vernimmt. Also da hat es ja schon ein Umdenken gegeben. Sehr zu unserer Freude, tatsächlich. Ja, finde ich super, finde ich auch. Also wie gesagt, ich finde, für alles muss Platz sein und aber dass sowas wie Ann Bonny dann auch gemacht wird und Martin und das Team offensichtlich echt auch Spaß an der Arbeit hatten und was Schönes bei rausgekommen ist, da freue ich mich auch einfach drüber und sowas ist schön. Ja, man muss das mit dem Anspruch ja auch immer so ein bisschen in Tüttelchen setzen. Also dass dann immer E und U zum Beispiel getrennt wird. Also es gibt ja auch Unterhaltung, die nicht bloße Unterhaltung ist, sondern die auch emotionalen Tiefgang zum Beispiel, das ist für mich auch schon so ein Ding, wo ich sage, das kann doch auch anspruchsvoll sein. Also mir behagt diese Trennung schon immer nicht, aber das ist immer so ein Ding von mir schon immer gewesen. Also dass man dann immer das Ganze aufspaltet, das weiß ich nicht, ob das dann immer sein muss. Klar, gibt's krass künstlerische Hörspiele, die la polar, also aufs Künstlerische aus sind, okay, aber trotzdem, dass man auf die Unterhaltung dann immer so ein bisschen so von oben herab blickt, das mag ich immer nicht so. Das stimmt. Ich fand zum Beispiel die Experten auch, also das war ja irgendwie ein wichtiges und interessantes Thema. Ist ja auch eine Romanadaption und hatte trotzdem, finde ich, hohen Unterhaltungswert. Ich glaube, sonst hätte das es auch nicht geschafft in die Top 10. Ja, optimal ist beides. Ja. Ich hätte noch eine Frage an euch beiden. Wer zum Hack hat sich das mit dem E mit den zwei Balken in der Mitte ausgedacht? Jedes Mal, wenn ich dieses Ding angucke, dreht mein Gehirn. Martins Trauma.
wirklich als was Weine zischenden Schlangen sind, das sind Martins E mit zwei Balken. Das ist echt eine saugeile Idee und ja, jedes, das ist so ein Eyecatcher und jedes Mal, wenn ich da hingucke, denke ich, mein Gehirn fährt Achterbahn. Ja, es gab diese zwei Punkte über dem E und beim Gestalten des Covers ist es der Designerin irgendwann diese Punkte und dann hat sie gesagt, ich probiere mal was. Hammer. Und dann sind diese Striche rausgekommen und ich fand es mega und zack, waren es die Striche. Und ich find's auch Hammer. Wirklich, finde ich super. Sehr, sehr geil. Ja, ich höre unsere Hörer schon schreien, jetzt frag doch endlich mal, wann es weitergeht. Da frage ich mal, wann geht's denn weiter? Wann geht's weiter? Das ist ja die gute Frage. Ach so, aber, okay. Die gute Antwort ist, es geht weiter. Ja, okay, und, das ist schon mal gut. Und wir arbeiten auch schon dran und wir haben ein großes Problem, all die tollen SchauspielerInnen wieder zusammenzukriegen. Mhm. Das wird jetzt die große Kunst. Also die sind natürlich nicht wenig beschäftigt, sehr gut so, aber wir müssen mal schauen, dass wir die auch wieder alle so zusammenkriegen, damit wir auch wieder im Ensemble aufnehmen können. Ja, mal sehen. Wir drücken die Daumen. Ebenfalls. Ja, bin auch dabei. Ja. Also nicht im Cast, aber beim Daumen drücken. Beim Daumen drücken, ja. Habt also ihr wir denn sind noch dran, aber genau ja. Zeit können wir tatsächlich okay. Sagen, weil wir sie wirklich noch nicht wissen. Aber wir sind so dran, dass wir uns beeilen. Das ist cool. Also alle wollen sich beeilen, aber wir müssen halt gucken, dass wir es auch wirklich hinkriegen. Und das ist ja auch nicht mal eben gemacht. Ist das einzige Projekt, was ihr in der Pipeline habt oder arbeitet ihr schon an was ganz anderem? Wir arbeiten parallel auch an anderen Sachen. Da dürfen wir aber nicht drüber reden, was das ist. Und genau, da müssen wir einfach mal gucken, wie sich das entwickelt und wann man da irgendwas zu sagen kann. Cool. Fein. Aber es ist mehr da. Das ist sehr gut. Ja. Es ist noch was da, ja. Mehr. Ja, mein Zettel ist leer. Ebenfalls. Perfekt. Perfekt, ja. Dann wollt ihr noch irgendwas loswerden? Genau. Ja, vielen einen Dank an alle natürlich, die Greuel erstmal gehört haben, es gut fanden, auch an die, die es nicht gut fanden. Also wir sind auch natürlich immer offen für Kritik. Es gab ja auch ein bisschen Kritik zum Beispiel am offenen Ende. Das haben wir aber natürlich gemacht. Das war lustigerweise eigentlich, glaube ich, das zweite, wo wir uns sehr schnell darüber einig waren, dass es ein offenes Ende geben soll und dass es dieses offene Ende ist, weil wir natürlich sowieso vorhaben, weiter zu erzählen, was jetzt zum Glück auch klappt. Also vielen Dank an alle, die es gehört haben und vielen Dank an alle, die ihre Stimme dafür abgegeben haben. Sonst würden wir uns ja jetzt nicht unterhalten zu viert. Ja, na dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja. Also auch von unserer Seite, ihr seid ja auch bei uns beiden auf Platz 1 gelandet, tatsächlich in unserer persönlichen Liste. Also da scheint schon was dran zu sein. Ja, das kann man anders, ja. Genau. Deswegen, ja, wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch und ja, wir freuen uns wie Bolle, dass es weitergeht und ja, da werden wir uns dann bestimmt widersprechen, denke ich mal. Wunderbar. Also ich muss auch sagen, ich bin gerührt. Ich freue mich wirklich, dass es so gut ankommt. Ich freue mich, ich finde ja auch, es gibt nicht nur nicht gefallen oder gefallen, es gibt ja auch was dazwischen und manche finden die Olvard-Geschichten mega, manche finden sie irgendwie nicht so gut und oder sind da ein bisschen viel oder wie auch immer. Ich finde es toll. Es ist wunderbar, weil es nicht einfach nur gut ist oder nur schlecht oder zu Recht regen sich Leute auch übers Ende auf, ist auch in Ordnung. Ne? Das ist auch, es kann nicht immer alles gefallen und ich hoffe auch, dass die Leute, die sich drüber aufregen, dann sagen, na gut, dann höre ich jetzt weiter oder es gibt ja dann auch die, das Dumme ist, dass das drauf warten, ne? Aber das geht mir auch mit irgendwelchen Serien so, wenn eine Staffel vorbei ist und das Ende, je nachdem, ob es sehr offen ist, manchmal, also so Serien haben das ein bisschen an sich, dass man dann einfach Bock hat, weiterzumachen, wie groß der Cliffhanger am Ende nur auch immer sein mag. Ja, ich find's irgendwie toll, dass was wirklich so gut ankommt, was beim Machen so viel Spaß gemacht hat. Und wenn das dann irgendwie auch vielleicht mithörbar ist, dann bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass die Arbeit irgendwie sich gelohnt hat. Denn auch gerade zum Beispiel diese Olvard-Geschichten waren sehr, sehr aufwendig akustisch zu illustrieren. Ne? Und da haben sich Steffen Jahn in der Technik und Benno, die haben da rumgeschraubt und das hat uns viel Zeit gekostet, während andere Strecken zweier Dialoge in einem Zimmer dann etwas einfacher waren. Aber das hat auch viel Zeit gekostet und einige HörerInnen das dann so stark auch feiern und so gut finden. Dafür hat es sich dann gelohnt. Herrlich,
Herrlich. Das herrlich. Ist doch schön. Ja. Ja. Vielen Dank euch natürlich auch, dass ihr fast jedes Jahr, glaube ich, seit eurem Bestehen diesen Preis ausschreibt und euch da die Mühe macht, erstmal alles selber zu hören, eure Top 10 zu erstellen, dann die Leute immer wieder aufzufordern, auch ihre Favoriten. Ich meine, das sind ja, glaube ich, drei Wahlrunden, oder? Genau. Zwei oder drei? Drei. Genau, drei. Das heißt, das ist ja auch mit logistischem Aufwand bei euch verbunden und das ist einfach cool, dass ihr das macht. Und ich habe so den Eindruck, dass es in der Hörspiel-Community auch gut aufgenommen wird und dass die Leute auch dann so ein bisschen kribbelig werden Anfang März. Wann sagen sie denn jetzt, wer es geworden ist? Und es ist einfach spitze, dass es sowas gibt. Deswegen danke auch an euch. Gerne. Es macht ja auch einen heiden Spaß tatsächlich. Und ja. Ich freue mich immer, wenn ich abends den Rechner anschmeiße und die Mails schicke und dann wieder sehe, wie sich das entwickelt. Und das macht tatsächlich eine heiden Laune, das auch mitzukriegen. Mal so das Feedback, was die Leute dann so tatsächlich hören. Weil das ist ja heute tatsächlich nicht mehr so gang und gäbe. Hat es ja eben schon mal gesagt, dass da über die Hörspiele diskutiert wird und man so das Echo hat. Was wird denn tatsächlich jetzt gehört und für gut befunden? Und bei so einer Wahl, dann kriegt man es dann zumindest in den Tatsachen präsentiert, was es dann tatsächlich letztlich wurde. Und ihr hattet halt ihr habt tatsächlich die breiteste Hörerschaft. Also mit euch gibt immer so Leute, die dann ähnlich wählen, also die dann hauptsächlich entweder nur Radio oder nur kommerziell. Und ihr wart eigentlich so überall mit drin. Von daher war relativ schnell klar, dass ihr das Ding ganz locker nach Hause schippern würdet. Ja, da habt ihr tatsächlich ganz viele anscheinend unterschiedliche Hörer angesprochen und ja, da kann man nur gratulieren. Danke, danke. Ja, dann auf ein neues. Genau. Genau. Ja, dann bedanken wir uns. Vielen Dank, ja. Bis dato. Danke auch. Auch, dass ihr so spontan noch Zeit und Lust hattet, mit uns drüber zu sprechen noch kurz und... Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch und wir hören voneinander. Und auf jeden Fall. Bis bald. Macht's gut. Bis bald. Ihr auch. Bis bald. Ja, das waren die beiden Gewinner, Edgar Lindscheid und Stuart Kummer. Nochmal allerherzlichsten Glückwunsch. Greuel ist euer Hörspiel des Jahres 2022. Bravo. Reiht sich ein in eine doch sehr schöne Liste, finde ich, wo sich andere tummeln. Wie, an wen können wir uns denn erinnern? Die Schatzinsel von Stevenson. Wen hatten wir denn da noch? Der Kauf war, glaube ich, das erste, oder? Der Kauf, genau. Plumper. Und noch viele andere. Ja. So nachhaltig und im Ohr geblieben wie sonst keiner. Wiki und das Karpatenkalb hatten wir. Stimmt, stimmt. Keimen Club letztes Jahr. Genau. Träumchen. Schön. Ja, ich glaube, wir haben genug geredet, oder? Ja. Ausgeplaudert. Das lassen wir jetzt alles mal sacken. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch allen fürs muntere Mitmachen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das können wir gerne wiederholen. Ob jetzt Jahresrückblick oder auch in einer anderen Form. Sehr, gerne. Sehr gerne. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja. Ja. Jo. Ja, ich im Schnitt, aber ich... Du nicht. Ich muss ja auch keinen Spaß haben. Du bist ja sonst auch mal dabei. Ja. Ich habe ja sonst keinen. Bleibt mir noch zu sagen, haltet uns die Treue, haltet uns allen die Treue und ja, wir hören uns wieder zum nächsten Orcast und dann natürlich am Ende des Jahres zum nächsten Jahresrückblick. Wenn ihr nur die Jahresrückblicke hört, soll es ja auch. Und abonniert den Podcast, den Hörspielkritiker, den Podcast vom Hörspielkritiker. Oh ja, da würde ich mich freuen. Ja. Und danke, hört bei Markus in die Interviews rein. Genau. Ja, gern. Das auch. Ja. Und Daniel, hast du noch irgendwas zu vermarkten? Nee, nichts Hörspieleigenes. Kauft ganz viele Sachen und streamt bei All Ears und Maritim. Da hänge ich ein bisschen mit dem Boot. Aber ansonsten hört, was euch Spaß macht und was wir euch hier empfohlen haben. Genau. Tut das. Genau. Dann sagen wir einfach Tschüss. Ja, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Alles Gute. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.